This is for those who dare to stand up. For those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Einen wunderschönen guten Tag, Gamescom! Herzlich willkommen zu unserem großen Live-Programm hier bei AOG Live aus der Halle 7.1. Schön, dass ihr zu Hause alle eingeschaltet habt. Schön, dass hier schon so zwei, drei Leute am Fachbesuchertag es geschafft haben, vorbeizukommen. Denn normalerweise kommt ja das normale Volk gerade noch gar nicht so gut rein, wenn man nicht eine Wildcard gewonnen hat. Und ich wollte euch mal fragen, hat hier schon jemand Lust, gleich ein bisschen was zu fangen und ein bisschen was geschenkt zu bekommen? So, also wenn ihr darauf Lust habt, dann solltet ihr euch jetzt mal so langsam aber sicher hier vorne vor der AOG-Bühne versammeln. Aber wisst ihr was? Werfen alleine macht keinen Spaß. Darum hole ich jetzt den einzig wahren Mann hier auf die Bühne, der nur mit mir zusammen werfen kann. Einen großen Applaus bitte für Frank Sirius! Yeah! Ey, Frank, so, die Menge tobt! Vor vollem Haus sind wir. Schön, dass du da bist. Ja, sehr schön, dass ich da sein kann. Wir dürfen nicht so nah zu nah, oder? Gottes Willen. Das ist geht's so dir gut? Armlänge Abstand. Um Gottes Willen, geht's dir gut, Frank? Ja, mir geht's super. Hast du Bock auf die Gamescom? Ja, volles Programm. Also mega heute hier zu sein. Ein bisschen leer am Fachbesuchertag noch, aber wir streamen ja auch jetzt hauptsächlich für die Leute zu Hause, würde ich sagen. Dass die ein bisschen was sehen können, was wir so machen können mit dem neuen ROG-Phone. Und ja. Aber schau mal, da sind schon ein paar Leute da. Also so ist es nicht. Wir haben ein paar Leute da. Wir können ein bisschen was werfen. Was haben wir alles da? Ich kann es dir kurz sagen, damit ihr auch Bescheid wisst. Wir haben sowohl unfassbar schöne Mauspads. Und zwar, du zeigst es, das ist das Cerberus-Mauspad von AOG. Das wird sich schon gut zu Hause machen, oder? Pass auf, wir klären jetzt was. Ihr müsst mitmachen. Wenn ihr nicht mitmacht, dann wird das nichts. Also, wird sich das gut zu Hause machen? Ah, das kommt so ein bisschen. Langsam, es ist noch früh, es ist Dienstag, 14.44 Uhr. Da kann man noch nicht so viel erwarten, meinst du? Und wir haben noch zusätzlich Shirts von unserem lieben Partner TeamSpeak, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Die würden wir auch werfen, wenn ihr Bock habt. Habt ihr da Lust drauf? Hey! Inklusive Goodie-Bags? Ja, natürlich. Hier ist von alles. TeamSpeak? Guck mal, ein schöner Sportball. Und wir haben auch noch Caps. Die Caps sind echt cool. So. Jetzt müssen wir mal sagen, da kommen doch noch mal ein paar Leute ran hier. Kommen Sie. Mach mal deinen besten Marktschreier. So, nur heute hier umsonst für den lautesten Rufer hau ich hier raus das Asus Cerberus Gaming Mousepad, das Gaming Mousepad in der englischen Version. Wer möchte ein Mousepad haben? Yeah! Das ist unglaublich, wie so. Das funktioniert. Wie war das? Yeah! Oh. Ich bin immer dafür, wenn das nicht laut genug ist, dass wir die Menge so teilen. Das ist so deine Seite. Ja, okay, wir dürfen nicht und so das hier ist so meine Seite. Wir trennen das jetzt. Weil das ich ist weiß, deine weil Seite. Ich weiß einfach von vorne, das ist deine Seite, Seite. Das ist meine Seite. Die linke Seite ist meine. Ja, das ist deine Seite. So, pass auf. Wir machen mal hier genau in der Mitte eine Trennung. So. Ja, sehr gut so. Okay. Soll ich nach rechts, soll ich nach links? Ich weiß es nicht. Wer welche Seite fängt an? Deine Seite. Das ist die schwächere. Okay. Also, wollt ihr ein Mousepad haben? So, können wir das mal ein Vielfaches lauter hören, bitte? Ja! Komm, da geht noch. Bitte, jetzt! Ja! Und sind wir mal ehrlich, wer hat das Mauspad überhaupt in der Hand? Ja! Oder? Pass auf. Wir werfen beide gleichzeitig. Pass auf. Möchtest du werfen? Wir werfen. Du darfst zuerst. Ich werfe in deine Seite und du in meine. Werf ich deine, das ist gut, ist okay. Das ist total solidarisch. Achtung, eins, zwei, fliegt. Haben wir jemanden verletzt? Ja, die wichtigste Regel übrigens, immer schön freundlich. Also wenn wir sehen, dass ihr euch gegenseitig Sachen aus der Hand reißt, dann komme ich persönlich runter und bin sauer. Ja, aber wir filmen das auch noch. Bitte tut euch nicht weh. So, das ist das Wichtigste. Wir sind alle Freunde hier. So. Guck mal, ich habe noch ein paar Caps. In der Zeit darfst du überlegen, womit wir weitermachen. Hast du direkt mehrere Caps, Robin? Ich habe direkt mehrere Caps, ja. Wieso habe ich nur zwei? Weißt du, ich werfe einfach mal. So, guck mal. Hier eine TeamSpeak-Cap und noch eine TeamSpeak-Cap. Ich hätte noch eine. Wer will die? Yeah. Lauter! Yeah. Lauter! Yeah. Oh, die Leute haben Bock. Volles Programm. Ehrliche Frage. Seid ihr alle Fachbesucher? Einmal Hand hoch, wer Fachbesucher ist, bitte. Hand hoch, wer ist denn schreibende Presse? Oh. Einer. Oh, einer. Oh, oh.
Darf der überhaupt Sachen annehmen, wenn wir dem jetzt was geben? Das weiß ich nicht, das muss er, glaube ich, steuerlich angeben als... Bis zu einem Warenwert von bis zu 200 Euro bin ich redaktionell erlaubt, Dinge anzunehmen. Du müsstest das nicht kennzeichnen jetzt. Oh, sollen wir trotzdem nochmal was raushauen? Ja. Das würde ich sagen. Kannst du Shirts werfen? Ich bin mal so schlecht drin. Ich glaube, Shirts fliegen nicht. Warte mal, was ist das denn für eine Größe? So, wer trägt hier M? Oh, das ist eine fiese Frage, ne? Ich habe eigentlich gesehen, dass sie zuerst gesprungen hat. Und so. Ich glaube, die Goodiebags fliegen gar nicht, oder? Fliegen doch, die? Klar fliegen die. Du musst nur gut werfen. Okay, ich probiere mal über die Menge hin drüber zu werfen. Guck mal, da hüpft... Ja! Nein, das fliegt doch nicht so. Ich versuche es auch mal hier. Ich war sehr schlecht... Also, man sieht es mir nicht an. Aber ich bin nicht so der sportliche Typ. Was war denn so bei den Bundesjugendspielen los da bei dir? Ich habe nie eine blöde Urkunde gekriegt. Du hast nie eine gekriegt? Nein, es gibt eigentlich, pass auf, es gibt da Teilnehmerurkunden. Ja, komm, okay. Nee, ich weiß gar nicht. Na komm, jetzt wollte ich meine Geschichte erzählen. Ja, komm, jetzt erzähl deine Geschichte. Ich wollte meine traurige Geschichte erzählen, dass ich noch niemals eine Teilnehmerurkunde... Nee, werf du bitte. Ich möchte es nicht. Das enttäuscht mich ja, dass niemand direkt an meinem Robin gesagt hat, oh. Oh, ja. Komm, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Aber es ging, oder? Ja. Das war ein leises Oh. Danke, Leute, dass ihr lieb zu mir seid. Wir hätten noch zwei Mauspads. Komm, jetzt. Was? Mauspads? Ich höre noch nichts. Wie war das? Nee. Einmal nur die Damen, bitte. Und einmal die Herren, bitte. Oh. Dankeschön. Ich muss jetzt mal kurz warten, was da passierte. So. Habt ihr das nochmal gezeigt? Präsentiert? Oh. Also die Herren waren laut, aber die Damen waren hübscher. Pass auf. Du nimmst jetzt einfach die Person, die du möchtest. Okay. Und das letzte werfe ich rückwärts. Was denn? Das letzte werfe ich rückwärts. Also okay. So hier. Und ich schwör's dir, ich treffe da oben irgendwas und es geht kaputt. Wer hat denn am schnellsten die Hände auf dem Boden? Das konnte ich jetzt nicht sehen. Der Kescher ist wieder da. Der Kescher, oh mein Gott. Pass auf, du warst doch letztes Jahr am Wochensuchertag auch schon mit dem Kescher da. Natürlich, dich kenne ich doch schon, du Experte. So, ich bleibe aber bei meiner Seite. Ist das okay? Bist du mit deinem Freund hier? Braucht dein Freund ein neues Mauspad? Dann für den... Bist du der Freund? Na, oh, Entschuldigung. Ach, die schreibende Presse. Na, für die schreibende Zunft, oder? Ja, okay, für die schreibende Zunft. Für eine gute Kritik. Dankeschön. Und jetzt der großartige Rückwärtswurf. Da will ich jetzt aber wieder so ein Klatschen haben. Ich brauche Motivation. Und schneller werden. Oh, ey. Gerade ausgeworfen. Fast bin so schlecht. Also, wenn ihr... Guck mal, jetzt hauen sie ab, weil sie denken, es gibt nichts mehr. Hä? Nichts bekommen, jetzt gehen sie schnell. Also, wenn ihr natürlich Lust habt, die nächsten Tage noch ein bisschen mehr zu kriegen oder auch heute, ihr solltet natürlich hier bleiben, weil vielleicht werden der Frank und ich hier und da noch mal ein bisschen was werfen. Eventuell. Grafikkarten, Gaming-Stühle, wir werfen, was wir werfen können. Wer will einen Stuhl? Hey! Aber die darf ich nicht werfen. Oh. Wer will unser Kameramann haben? Hey. Oh! Will man dich haben, lieber Bambi an der Kamera? Ja, ne? Nee, den verlosen wir später. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt erstmal noch so ein bisschen, oder? Bevor wir jetzt noch werfen. Ich schwitze. Setz dich, Frank. Ich schwitze auch. Setz dich zu mir. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum wir nur noch zwei Sessel haben. Ja, weil du und ich sind ja erstmal gerade alleine. Ja? Cool, das ist ja wir haben können natürlich selber noch sehen. Viel mehr für euch, keine Panik. Das kommt dann alles mit der Zeit. Frank, wie geht's dir? Ja, ich bin schon ein bisschen angeschwitzt hier, muss ich sagen. Ganz so ganz leicht, man ist so ein bisschen angeschwitzt auf der Stirn, ne? Das geht aber auch schnell bei den Lichtern, das muss man dazu sagen. So. Ah, Gamescom 2018. Was passiert bei dir alles? Du bist viel hier mit uns im Einsatz auf jeden Fall. Genau, ich bin eigentlich jeden Tag hier bei Asus mit am Stand. Wir haben eigentlich, ich finde, der beste Part ist immer, wenn wir PCs bauen. Das mache ich eigentlich am liebsten. Und das machen wir auch jedes Jahr irgendwie wieder erneut auf der DreamHack und jetzt auf der Gamescom. Heute Nachmittag mit Alexi Bexi um 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Dann gibt es unterschiedliche Parts in den nächsten Tagen mit zum Beispiel der Bauer, wo es ums Übertakten geht. Da freue ich mich drauf. Das wird super. Ich glaube, ich bin leider da nicht mit dabei, aber ich gucke es mir an.
Weil das wird wundervoll. Also ich finde das halt, fachlich ist das halt immer mega geil. Also erstmal super netter Typ. Ja. Und fachlich halt total abgefahren kompetent. Dann haben wir Leute wie Redenzeit zum Beispiel mit dabei, wo es wahrscheinlich auch richtig lustig werden wird. Und ich denke, das wird die ganze Woche über eine nette Sache. Und ich finde es halt auch vor allem geil, dass wir es live streamen, dass die Leute, die nicht zur Gamescom kommen können, dass die ein bisschen zumindest mit dabei sind. Die können natürlich jetzt keinen Merch fangen. Das bleibt außen vor. Ja, aber wir verlosen ja auch ein bisschen was. Ja, ein bisschen was geht auch voraus. Behaltet auf alle Fälle die Social-Media-Kanäle von AOG im Blick, denn da verlosen wir super viele Sachen auch für die Leute, die zu Hause geblieben sind. Das heißt, wenn ihr nicht die Chance habt, hier den nächsten Tagen zu sein, kein Problem, kommt da einfach im Internet vielleicht, wie sagt man, zum Fang, ja, zum digitalen Fang, und wir schicken es euch einfach zu. Deshalb macht euch da keine Sorgen. Ich freue mich sehr auf das PC-Bauen heute. Ich ja. sag's dir, ich weiß noch, ich erinnere mich an die DreamHack letztes Jahr. Da ist ja vielleicht das ein oder andere Malheur passiert auf der Bühne. Ja, aber dieses Jahr sind wir vorbereitet. Genau, also dieses Jahr sind wir, glaube ich, noch besser vorbereitet. Generell ist es ja immer so, eigentlich ist PC zusammenbauen eine einfache Geschichte. Es ist so ein bisschen wie Lego-Steine zusammenstecken. Wenn man weiß, wo der rote Stein hingehört, dann ist das auch keine große Sache. Aber wenn du es live auf der Bühne machst, ist es immer doch mal so, irgendwas fehlt immer. Und sei es eine Schraube. Oder du kriegst eine neue Wasserkühlung, eine Kompaktwasserkühlung, die irgendwie anders befestigt wird. Und du fängst halt so, deine normale Routine anzumachen. Auf einmal merkst du, da fehlt eine Mutter. Und dann rennt dir auf einmal die Zeit weg, weil der Counter läuft halt runter. Und in einer Stunde muss das Ding laufen. Und da ist es dann halt eng. Aber heute sind wir super vorbereitet. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen die besten Geschichten beginnen mit eigentlich. Eigentlich sollte alles laufen. Und eigentlich sind auch alle Schrauben da. legendär, das habe ich glaube ich schon 100-mal erzählt. Erste Mal haben wir zusammengebaut auf der DreamHack vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, mit Daniel auf der Bühne. Und wir hatten eine Mainboard-Schraube. Also wir hatten keine Schraube, nur eine einzige. Und das ganze Ding hat trotzdem gehalten. Und es war so, das war eigentlich so ins kalte Wasser geworfen werden und wissen, ey, wenn du einen ganzen PC mit einer Schraube zusammenbauen kannst, dann klappt das jetzt auch jedes Mal. Und ja, es wurde nach und nach besser. Ich freue mich dieses Jahr ganz besonders darauf. Wir haben ja super viele neue Teile von AOG, die wir verbauen können. Und ich kann da schon mal ein ganz bisschen spoilern. Wir können überall GIFs drauf spielen, wenn wir wollen, und eigene Sachen. Ja. Aber das machen Achso. wir über die Woche. Achso. Ich habe Sachen mit dir vor. Okay. Da weißt du noch nichts von. Und das ist auch gut so, weil du würdest Nein sagen, wenn ich es dir jetzt sagen würde. Das okay. wird super. Also, verspreche ich dir. Also gerade die neue Wasserkühlung von Asus mit dem Display drauf. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, ne? Und gerade ich habe die ja noch nie live gesehen. Ich kannte die halt nur, wo es vorgestellt wurde, die Pressebilder. Und wenn du es dann mal so siehst, das ist schon mega. 16:30 heute, wenn ihr natürlich zu Hause Zeit habt, guckt rein. Und auch wenn ihr hier vor Ort Zeit habt, kommt gerne rum. Das wird extrem witzig. Wie gesagt, Alexi Bexi kommt später noch mit dazu. Und dann wird hier ordentlich einer zusammengebaut. Ich sag's euch, das Chaos wird regieren hier auf der Bühne. Ich bin halt mal gespannt. Also ganz viele Leute kennt man ja, dass die so im Netz ihre Rechner zusammenbauen. Und es ist dann manchmal doch ein bisschen was anderes, wenn die Leute live dabei sind und dann auf einmal so vor Publikum schrauben und du so im Hintergrund denkst, was macht der eigentlich da? Sagt man nichts dazu? Meinst du, das ist richtig? Und, aber wir machen das heute, das wird richtig Jeder gut. hat da ja auch so seinen Weg. So, du kannst ja auch wieder die alte Wärmeleitpaste-Diskussion anfangen. Macht man einen großen Propfen, streicht man das, nimmt man Pre-Applied. Ah, da generell musst du das ja immer anfangen mit der Wärmeleitpaste, weil die Leute dann einfach was zu kommentieren haben. Das Wärmeleitpastenkreuz wird gehasst. Ich mache das dann immer in jedem Video, damit die Leute schreiben können, mach kein Kreuz! So, das funktioniert ganz gut. Wir haben eine Sache, über die wir jetzt natürlich quatschen wollen. Eine neue Sache, die wir hier auf der Gamescom präsentieren. Ich habe es heute schon ein paar Mal gezeigt auf Englisch. Wir sind noch nicht rumgegangen heute auf Deutsch, das machen wir noch. Wir haben das AOG-Phone heute neu mit dabei. Ja. Und das ist eine ganz schön starke Sache, weil es ist ein Telefon, was komplett auf Zocken ausgelegt ist. Und ja. deshalb die erste Frage an dich. Wie sieht es bei dir eigentlich mit Mobile-Zocken aus? Das ist so ein bisschen so ein Thema. Also ich finde, ich bin jetzt zum Beispiel so ein Rayman-Spieler unterwegs, beziehungsweise so, wenn du so im Wartezimmer sitzt oder so. Ich spiele relativ wenig zu Hause Mobile-Gaming, weil da bin ich dann schon eher reiner PC-Gamer. Aber das ist ja immer mal, du hast ja irgendwo so Situationen wie Wartezimmer gehen, Termin bekommen nach 3 Monaten und dann noch pünktlich 3,5 Stunden Wartezeit. Ich finde, da kann man so irgendein Spiel zwischendurch immer mal zocken. Und dafür finde ich das eigentlich ganz nett. Vor allen Dingen, die Spiele sind halt mobile so super krass geworden, wenn du ehrlich bist. Ja. Weil ich weiß noch so, damals, als es anfing, weißt du noch früher, als wir jung waren und Smartphones neu waren und die Spiele ich alle ich hab so... Ich habe ja mit Pong angefangen.
Du bist ja ein Tick älter als ich. Ja, aber geringfügig. Ganz kleinen Tick andere Generation. Aber ich meine also, wenn du so guckst, heutzutage, die Spiele unterscheiden sich ja stellenweise kaum noch von dem, was du teilweise zu Hause spielen kannst. Klar, du machst hier und da ein paar Abstriche. Ja, das ist schon krass geworden. Aber es ist so explodiert. Bei mir ist es momentan so, ich bin super an Hearthstone wieder momentan am Versiechen. Das ist unfassbar. Jede freie Sekunde auf dem Weg zur Arbeit. Ja, ich muss aussteigen, aber ich muss doch meinen Zug spielen. Jetzt ist die Verbindung abgebaut, jetzt habe ich verloren. ROG-Phone, tolle Sache, denn das ROG-Phone ist quasi ein Hybrid zwischen, du spielst es unterwegs und spielst zu Hause, weil es gibt ein Dock, was du mit dabei hast. Wo du es direkt an den Monitor anschließen kannst. Da kannst du es an den Fernseher oder an den Monitor anschließen. Und das Ding hat echt Power. Das Ding ist ja auch, wir haben es hier auf dem Stand zum Beispiel aufgebaut. Und dann sind da die Monitore und auch teilweise richtig große 55 Zoll Monitore, wo halt ein Spiel läuft und du denkst so, ja, läuft halt ein Spiel. Und dann realisierst du erst, dass da eigentlich nur das Handy angeschlossen ist, was da auf einem 27 Zoll bis 55 Zoll Monitor läuft und auch da noch richtig gut aussieht. Also auf dem kleinen Display dann so oder so, aber selbst aufgepumpt kommt da noch einiges raus. Das ist Asphalt 9, was da hinten läuft und Asphalt sieht für ein Mobile-Spiel komplett wahnsinnig aus. Du merkst es nicht so, oh, ist das Forza? Nein, es ist ein Mobile-Spiel. Ich habe zuerst gedacht, es wäre wirklich Forza, weil das war ja so angekündigt, dass wir ein bisschen was mit Forza machen wollen, beim PC zusammenbauen, wenn wir das halt benutzen zum Benchmarken und ich habe echt gedacht, da würde Forza laufen. Du hast echt gedacht, da läuft der Benchmark mit Forza? Ja, aber ich bin da so vorbeigegangen, ich denke, Rennspiel muss Forza sein. So, was ist, ich habe jetzt nicht geguckt, ja, stimmen jetzt die Shader und was ist das für eine... Ich bin halt so im Vorbeigehen, habe ich gedacht, oh ja, ein Rennspiel. Ne? Und nicht so, Also weißt du, wie ich meine? Normalerweise hätte man gesagt, Rennspiel, Aber so die Leistung ist halt auch krass geworden mittlerweile in Smartphone. Die Leistung ist so super krass geworden. Ich habe jetzt, ich kann ja ein bisschen aufs Nähkästchen plaudern. Ich habe das Telefon schon letzte Woche zum Testen gehabt bei uns im Büro. Und du musst es dir so vorstellen, das Telefon kam an. Ja, wir mussten ja gucken, dass wir das halt abgreifen können hier für die Produktion. Und das Telefon kam an und das Erste, was ich gemacht habe, war so, das ist mein Paket. So, habe ich das ausgeguckt und war so, okay, das ist echt, das ist ganz schön klein für das, was es können soll. Und ich bin so ein großer Freund davon, wenn du Sachen auspackst, und du hast das Gefühl, du hast kein Telefon mehr, sondern es ist komplett Gaming. Ja. So, wir zeigen das gleich auch nochmal zusammen. Du kannst halt alles an dem Telefon einstellen. Du hast hinten das Aura-Sync mit drauf, dass du das einstellen kannst. Das ist total abgefahren, dass du das Aura-Menü da drauf hast, oder? Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Weil du rechnest ja eigentlich nicht damit, dass da, dass in dem Handy du denkst, so, ja, Einstellung, Farbe, Rot, Grün. Und dann ist das das Original-Aura-Sync, was man vom PC kennt. Und du kannst wirklich auch alles genauso einstellen. Und ich saß dann da so, okay, ich habe komplett meine Spielerei für diese Woche gefunden. Und dann saß ich da, habe so ein bisschen rumgespielt, wann es was macht und wie heiß es gerade wird. Sachen, die mich beim Telefon bisher noch nie interessiert haben. Bisher war es mir komplett egal, wie warm ist die CPU, weiß ich nicht, was machen die RAM-Riegel da drin gerade. Ja, abgefahren. So. Aber du kannst einfach das Ding komplett wirklich analysieren und das war so stark. Also da merkst du halt diesen Gaming-Bezug halt total dann, ne? Weil das macht ja eigentlich kein anderes Handy. Guck, wir haben einen Zuschauer. Wird da gewunken. Hallöchen. Oh, schön. Ja. Ich mag, dass es heute schon so viele Leute da sind, die auch mal stehen bleiben. Normalerweise hast du zum ersten Tag da erstmal... Ganz ehrlich, es ist nichts los normalerweise am Dienstag. Dass die Leute weitergegangen sind, wo wir gesagt haben, so, das war's mit Merch, ne? Wir hätten ein Mauspad bis zum Schluss einfach vorne auf den Monitor legen sollen. Und zu sagen, der treueste Zuschauer. Ja, aber pass auf, ich sag's dir, ich habe da Connections, ja. Eventuell landet hier vielleicht nochmal was. Dass wir Leute nochmal so ein bisschen locken können. So. Und jetzt gerade so, ja, ich bin gerade nur stehen geblieben. Nee. Sollen wir uns mal ein bisschen Telefon angucken? Hast du Bock? Ja, das können wir machen. So, dann würde ich einfach sagen, wir werden uns jetzt ganz langsam aber sicher damit darüber bewegen. Weil ich muss mal kurz sagen, guck mal, wie toll das ist, dass die Tische mitleuchten. Das ist auch Aura-Sync. So, man sieht es gerade im Stream nicht, wir werden es gleich sehen. Das sieht man gerade im Stream gar nicht, oder? Der komplette Stand hier kann beleuchtet werden. Wir gehen einfach mal rüber. Geh bitte vor, ich werde dir unauffällig folgen. Läuft der Kameramann mit? Sollen wir auf den Kameramann ist unterwegs. Ach so, das ist gar kein Problem. Deshalb stehen wir sehr langsam auf. Und jetzt sehen wir auch nochmal gleich die schönen Tische, wenn wir rüberschalten. Das ist so unfassbar cool. Schwenk mal einmal rüber, wie die Tische leuchten. Guck dir das mal an. Da sitzen wir uns jetzt hin, Frank. Okay. Tu mir den Gefallen, geh vor. So, guck mal. Soll ich mich setzen? Möchtest du dich setzen? Ich setze mich. Was hast du gesagt? Der Ältere darf sitzen, habe ich gesagt. Möchtest du anfangen oder nicht? Wir haben verschiedene Spiele da. Ich habe gedacht, wir werden einfach die nächsten Tage über verschiedene Sachen uns angucken. Okay. Wir haben gedacht, wir fangen heute mal mit Riptide an. Das sieht nämlich auch ganz schick aus. Und du siehst schon, wenn man es jetzt in der Hand hat, es ist für das, was das Telefon kann, unfassbar dünn. Ja, genau, weil es halt so dünn ist. Ne? Es hat halt so eine Größe und mit der Größe hatte ich auch gerechnet vom Display.
dass du halt gut es halten und damit spielen kannst, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so dünn ist eigentlich, ne? Weil es sah auf den ersten Fotos, hat man gedacht, ah, okay, hier sind noch so Designelemente. Und ich habe eigentlich auch gedacht, es käme irgendwie ein bisschen wuchtiger rüber, aber es ist echt so mega schlank. Was total stark ist, und das ist mir halt aufgefallen, ich finde, es liegt sehr gut in der Hand. Also, es ist ein sehr großes Telefon natürlich. Ja. Es ist jetzt größer als so andere Referenzmodelle von was man so gewohnt ist. Aber ich finde, man kann es immer noch sehr gut mit einer Hand bedienen. Und das Dock, absolut Plug and Play. Du steckst einfach nur... Das ist das Dock jetzt. Nee, das ist nicht das Dock, das zeigen wir nicht. Ach so, das Dock zeigen wir nicht. Das ist nur unsere Bühnenlösung. Ach so. Aber das normale Dock ist halt einfach nur, du gehst hin, steckst das Ganze rein. Hallo, hallo Internet. Schön. Hallo Welt. Wo sehen wir das denn am Ende, das, was hier gerade passiert? Auf dem YouTube-Channel. Liebe Grüße an deinen YouTube-Channel. Liebe Grüße. So, das haben wir dann damit abgebacken. Also einfach wirklich nur, normalerweise stellst du das Telefon ins Dock und ja, gut ist, auf der Bühne müssen wir natürlich ein bisschen tricksen. Okay. Aber so, und hast du mal Lust, Riptide zu spielen? Ich hab's auch noch nicht gespielt. Ich hab das auch noch nicht gespielt. Ich geh mal auf Continue. Genau. Das Schöne ist, man sieht es auch gleich im Stream. So, wir können es halt nahtlos einfach an den Fernseher anschließen. Das ist relativ einfach. So, ach so, jetzt frag ich mich gar nicht. Genau, du kannst auf den großen Monitor schauen. Genau, du musst gar nicht auf den kleinen Display gucken. Guck ich jetzt auf den Monitor oder guck ich auf Display? Ich bin gespannt, was du kannst, Frank. Ja, ich weiß, was du musst ja so machen. Es ist ein Rennspiel, oder? Genau. Es ist, also bei mir weiß man, da bin ich super. Es gab damals mal auf einer Konsole ein ähnliches Rennspiel mit so Wassergeräten. Da ist das, glaube ich, so ein bisschen dran angelehnt. Konsole ist ja mal Retro-Gaming. So, genau. Es ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Tutorial-Kram gerade. Okay. Also, genau, du hast natürlich Haptik, mit der du lenken kannst. Das heißt, du bist jetzt schön im Rennfahrmodus gerade. Das finde ich gut. So, danke. Zeig mir, was du kannst. Ich weiß ja, was du kannst. Okay, ich bin schon alleine. Also, was halt absolut stark ist, ist gerade, ich finde, wenn man einfach am Monitor sitzt, alle anderen sind gestorben außer mir. Guck mal hier. Oh, Frank. Jetzt muss ich fragen. Was sind Tipps für die Kamera? Der ist sehr gut gemacht. Mir wurde nicht das gesagt, läuft ja richtig gut bei dir. Mir wurde nicht gesagt, dass man absteigen kann. Merkst du gerade, dass du an dem Handy spielst, so vom Gefühl her? Nee, gar nicht. Also, weil das Ding ist, weil ich halt einfach auf den Monitor gucke, ne? Ich finde, ganz ehrlich, ich glaube, die Zukunft liegt darin, dass du dein Handy irgendwie auch noch sowohl zum Arbeiten als auch zum Zocken einfach an den Monitor anschließen kannst. Weil ich finde, das ist so super angenehm, wenn du da halt stehst. Es ist ja immer mehr geworden. Also, früher war das Telefon, dann kamen die Nachrichten mit dazu und heute mache ich ja. Also benutzt noch nicht mal mehr ein Tablet zu Hause, weil du alles einfach mit dem Smartphone regelst, sei es YouTube-Kommentare, Instagram-Posts, der ganze Social-Media-Kram und so weiter und so fort. Aber es ist auch so viel einfacher. Das ist einfach so Next Level dann nochmal, damit auch die Zocken. Ich wäre auch mal so ein großer Freund davon, wenn man sein Bild einfach so per Swipe rüberschießen kann. Wobei ich jetzt das Dock, das finde ich halt auch eine sehr, sehr nette Sache, weil du stellst es da einfach da rein und dann läuft es halt. Du hast vor allen Dingen am Dock auch USB-Ports, das heißt, da schießt du einfach ganz normal einen Controller an. Dann hast du halt das komplette normale Gaming-Erlebnis eigentlich, ohne dass du irgendwie ein langes Kabel hast und ein Telefon in der Hand hast. Ich versuche gerade irgendwas zu machen. Ja, aber ey, ich glaube dir nicht, dass du das noch nie gespielt hast. Das sieht schon ganz gut aus, was du da tust. Du bist gerade Dritter von acht. Ey. Oh ja, Vierter von acht. Fünfter von acht ist immer noch ganz gut, muss ich sagen. Die fahren eiskalt über dich drüber, Frank. Also was ganz geil ist, sind auch diese Wassereffekte auf dem Display. Ich freue mich selber, wir werden die nächsten Tage uns zusammen hier auf der Bühne, auch noch mit dem Publikum zusammen, das neue Asphalt angucken. Okay. Und das ist eine richtige Augenweide. Also, das seht ihr auch hier am Stand, wenn ihr da seid. Da könnt ihr auch mal mit dem Controller-Aufsatz, den zusätzlich zum Audio-Aufsatz spielen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, auch einfach links und rechts quasi den Controller-Aufsatz ranzupacken. Und dann könnt ihr damit einfach spielen und das Ding. Das ist ja bisher mal so der Nachteil gewesen, dass wenn du mit dem Menschen spielst, Dritter. Ja, Dritter. Das ist okay, Frank. Sollen wir tauschen? Ja, komm, ich kann nicht sitzen lassen. Oh, okay. Du musst gar nicht dafür aufstehen. Soll ich den Monitor drehen für dich? Du, ich sehe genug. Alles gut. Ich skipp das einfach mal. Muss ich denn irgendwas wissen? Wie hast du denn Gas gegeben? Gas gibt es ja von alleine. Ja, okay. Gelenk, ganz klar, durch die Haptik. Oh, null Sterne. Null Sterne ich bin, Gas? Ich bin entsetzt. Und 500 Fahrtmarken. Man konnte ja so Stunts machen und irgendwie werden so Controller-Buttons unten rechts eingeblendet. Okay. Und wenn du irgendwie mit den beiden gleichzeitig irgendwas machst, dann passiert auch irgendwas. Okay, ich hab da mal beim zweiten Mal ein bisschen vorsichtig probiert rumzueiern. Da passierte nichts, aber wenn du mit beiden, macht da irgendwas. So, wir skippen das mal. Mal gucken, ob ich mich jetzt irgendwie... Ich finde, das ist ja immer so, dass du keine richtigen Pads und keine richtigen Knöpfe hast.
ist ja immer so der größte Nachteil. Das ist ja dann ganz schön, wenn du hier so einen Aufsatz dran stecken kannst, mit dem dann wirklich lenken, spielen, steuern kannst. Ja, oder halt einfach... Ja, wie hast du das jetzt gestanden, den Berg? Na, weil ich einfach weiß, wie das funktioniert, Frank. Aber als Fünfter von acht würde ich jetzt nicht so als acht... Naja, okay, als Achter von acht. Ja, ich muss ja auch erstmal ein bisschen reinkommen hier. Du musst mich ja mal so ein bisschen auch mal lotsen. Du hast es ja auch schon gespielt gerade. Ja, ich hab's... Genau. Vielleicht wird man auch schneller, wenn man keine Tricks macht und kriegt für die Ticks aber die Punkte. Ich vermute mal, du kriegst für die Tricks vor allen Dingen so Speed-Bonus, oder? Weil wer cool aussieht, ist auch schnell. Also irgendwo so ein Nitro-Boost sozusagen, oder? Ja. Aber wie aktiviert man den dann? Vielleicht oben rechts auf die Flamme. Drück mal die Flamme. Oh, wir machen mal ein bisschen okay. Feuer hier. Da habe ich den Superman gemacht. Wieso hast du einen Superman? Ich habe keinen Trick gestanden, keinen einzigen. Dafür warst du deutlich besser in der Platzierung. Aber wirklich deutlich besser. Ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer fahren, dass ich wenigstens sagen kann, ich war schneller. Ah, der erste Platz ist noch drin, ich merke es hier. Nicht so. Ja, das ist, wenn die jungen Leute zu viel wollen, einfach und nicht ihre Grenzen kennen. Du, ich habe auch keinen... Oh nein! Oh! No! Tap to recover, tap. So, jetzt nehmen wir hier einmal um die Ecke rum. So. Na? Oh, ein Kreuz ist nicht gut, ne? Ich zum Beispiel, gerade war ja so ein Kreuz angeblendet, oder das jetzt, was bedeutet das? Ich da kann man wahrscheinlich irgendwas Cooles machen an der Stelle. Oder fahr dagegen und du gehst kaputt oder so. Wie hast du denn jetzt den Bär hochgemacht? Hast du beide Sticks nach oben gezogen? Ich habe einfach wild herumgedrückt und am Ende habe ich... Das wirkt so kontrolliert. Ich glaube, du kannst einfach, wenn du in der Luft bist, hoch und runter wischen. Und dann ist das quasi, je nachdem, wie du wischst, machst du verschiedene Tricks. Ich glaube, jetzt aber Zeit für Nitro Boost. Ja, wir gucken mal hier. So, guck mal hier. Oh, dritter von acht. Dritter von acht war ich auch, oder? Oder wenn war ich noch schlechter? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir waren beide dritter von acht. Aber du hast coole Tricks gezogen, muss ich sagen. Und du hast aber jetzt auf dem Smartphone gespielt, ne? Ja. Ich habe ja komplett auf dem Monitor gespielt. Ja, ich habe gerade hier runtergeguckt, weil es ist halt gerade für mich irgendwie natürlich noch intuitiver. So vom, ich habe einen Stern. Uhuhuhu. Ja. Ich habe einen Stern. Es war schön, bei euch zu sein. Wir sehen uns hinter beim Pixie-Bild. Komm, du hast noch einen Versuch. Komm mal her hier. Guck mal, ich habe für dich jetzt extra das nächste Level freigeschaltet. Achso, das schwere Level. Ja, nee, ist der Fountain Park. Okay, continue. Vielleicht ich glaube, du brauchst mindestens einen Stern, damit es weitergeht immer. Okay, was denn jetzt? Upgrade. Oh, wir können upgraden. Kauf mal Sachen. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben $1,100. Wir könnten Top Speed. Wir brauchen mehr Top Speed. Ja, Top Speed ist auf alle Fälle der Way to go. Für mich ist das super, dass ich das auf dem Monitor sehen kann, weil ich bin ja jetzt alt und das ist ja dann auf dem Monitor viel größer. Habe ich jetzt Top Speed gekauft? Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, genau. Auch für den älteren Herrn daheim. Also so. Guck mal, du kannst Fähigkeiten lernen. Wo denn? Und du kannst deinen Jet und deinen Fahrer ändern. Wollen da oben rechts, machen? Guck mal. Switch Rider Switch und Switch Hydrojet. Oh, guck mal, ein durchsichtiger Roboter. Was haben wir denn da noch so da? Die Durchsicht sind bestimmt, weil ich sie noch nicht auswählen kann, oder? Warte mal, ich schalte mal hier. Poison. Warum heißen alle Poison? Ich glaube, das ist ein Skill eher, oder? Ach so, okay, Entschuldigung. Ja, du. Wir können aber Learn-Skills noch machen. Ach, guck mal, da steht auf alle Fälle, wie du wischen musst. Ah ja, okay, beide hoch, beide runter. So ein bisschen wie damals bei den Tony Hawk Spielen. Ken, ja. Dass du halt sagst, irgendwie links, rechts und so. Ja. Der Backflip. Oh, der Coco. Der Tabletop. Hoch, runter. Oh Gott. Wie viele Punkte haben wir denn? Wie viele Learn-Skills? Weiß ich XP, nicht. Ich glaube, ist das oben rechts das Null? Ja, sind das Skillpoints wahrscheinlich. Wir können das. Ja, mach mal einfach. Ich mache jetzt einfach mal einen Bärhop. Mach mal einfach. Bärhop ist beide hoch. Das wird schon. Weil die Strecke sieht jetzt schon viel schwieriger aus. Ich überlege jetzt, soll ich auf dem Monitor spielen oder soll ich auf dem Smartphone gucken? Also ich finde beides angenehm. Ich versuch's mal hier. Ich finde es halt super beeindruckend, wenn du das Ding halt mal so einen 75 Zoll Monitor anschließt. Ja, krass. Oder einen Fernseher halt. Das sieht halt super krass aus. Da merkst du erst, wie gut diese Spiele inzwischen aussehen. Okay, ich brauche eine Stelle zum Springen. Ist das ein Rail? Nein. Ja, ich glaube, du hättest da irgendwie... Weiß nicht. Machen wir mit Jacks die auch Grinds? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht in-game schon? Wow. Oh. Nein, du hast die Rampe verpasst. Da war die Rampe. Okay. Aber jetzt. Jetzt. Wow. Ja, aber... Ja. Eisen gespannt. Gut gemacht. Ich
merke doch, du kommst langsam rein. Ja, ja, man merkt, Rennspiele sind genau mein Thema. Da bin ich sehr drin. Und ich kann mich echt noch nicht entscheiden, ob ich hier unten oder oben bin. So. Ich guck mal wieder um. Ah, das ist aber auch super eng, wo du da gerade fährst. Ja, also es ist viel... die Kurven sind halt irgendwie krasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kanal für solche Gens freigegeben ist. Achtung, gleich kommt irgendwann Grind. Ich weiß es. Hörst du das? Kurve. Geht bei dir den Grind-Geruch wieder an. Du merkst es. Gleich kommt die Rail. Ich hab die ganze Zeit so ein Tony Hawk-Feeling, dass ich jetzt irgendwas machen muss. Oh! Oh! Tabletop! Ey, und ich habe ungelogen, ich wollte einen Tabletop machen. Das war ja das, was angezeigt war, einen nach links, einen hoch, einen runterziehen. Okay. Aber du bist vorletzter, du musst immer so ein bisschen beeilen. Achso, ich bin Fünfter nur. Eben warst du Siebter. Ah, okay, warte, ich mach Deutsch überholen. Vierter. Oh? Boost ist weg. Oh. Ich brauche mehr Boost. Ich habe aber keinen Boost mehr. Hier gibt es jetzt wieder Boost. Achtung. Wow. Habe ich Boost? Ich glaube schon. Superman. Da sind ganz schön viele Rampen. Boost. Na, sehr gut. Barhop. Der gute Boost. Alte Barhop. Der Barhop ist immer drin, oder? Da fühlt er sich wohl. Sagt man Barhop oder Barhop? Schön, jetzt rechts die Luft. Das war. Das war die Arme, nur. Ja! Wo bin ich? Scheiße. Ich bin in einem Wrong Way Tap to Recover. Verdammt, da bin ich in den einzigen Hafen gefahren, der da war. Jetzt ist er noch Gegenverkehr. Aber da. Ich bin auf jeden Fall jetzt links auf Platz 7 vorgeschossen. Ja? Ich wollte gerade wirklich auf das X zufahren, weil ich habe gedacht, da ist was. Dabei bedeutet das X nein. Achtung, Tabletop. Tabletop. Tabletop hört sich falsch. Double Tabletop to Bar of Grind Bail. To fail. Oh nein. Aber bist du jetzt ins Ziel gefallen? Ich bin mir nicht sicher, bin ich ausgeschieden? Oh no. Aber. Aber Level erreicht. Ah, congratulations, Range Level 2. Oh, wir haben Geld und Skills. Aber jetzt mit neu erlernten Skills geht es aber richtig ab. Komm, wir gucken mal, was hier geht. Wir schauen mal. Ich hätte nicht in den Hafen fahren sollen. Nee, das war vielleicht nicht so gut. Es klang so sicher. Was haben wir denn hier? So Boost-Bonus? Der edit mehr Boost? Nee. Drafting, enabled Speed-Bonus when drafting opponents? Der Rockstar. Es ist der Rockstar. Boah, also der ist ja fast Pflicht. Ja, den müssen wir nehmen. So, komm her hier. Rockstar ist zweimal nach oben. Beide Pads. Zweimal nach oben? Ja, kriegen wir hin. Weil einmal nach oben ist ja Bärhop. Einmal nach oben ist Bärhop, beide nach unten ist Superman, oben unten ist Tabletop. Also du kennst dich aus. Ja, ich bin da. Ich habe das zu Hause in Wirklichkeit, ich übe das seit 3 Wochen, seitdem ich musste bespielen das. Bin da deshalb gerade doch ein bisschen enttäuscht über meine Leistung. Ich habe eben noch gesagt. Du hast auch bestimmt die letzten Tage nichts anderes gemacht, außer dass. Ich habe schon auf der Hinfahrt habe ich schon gespielt, während ich gelenkt habe. Da ist bestimmt ein Grind, oder? Ja, siehst du, das war der Superman auf der Rampe. Superman Grind. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier besser durch den Kanal durchkommen. Ah, ich bin aber auch verpasst. Okay, die zweite Rampe. Guck mal hier. Wuhu! Ich würde aber ganz gerne den Rockstar sehen. Ja, das ist mein großes Ziel. Ich habe mich so abgemüht, so viel Geld für den Rockstar zu sammeln. Komm, den bin ich dir schuldig, den Rockstar. Das zweite, das ist super. Wenn du jetzt noch Nitro raushaust, dann muss ich sagen, dann bist du wahrscheinlich Platz 1. Den Super Boost. Oh, diese Kanten sind aber auch fies. So, jetzt schön hier den Kanal hochbrettern. So, da kommst du langsam näher. Es geht in eine rasante Rechtskurve rein. Da? Und da. Ich glaube, du bist vorbei. Platz 1 ist dir sicher. Oh, gleich kommt die Bode, oder? Kurz angeeckt. Oh, ja, gehst du weg! Das war kein nicer Move vom Gegner. Tabletop Spin. Ja, ich versuche noch den Rockstar zweimal nach oben, oder wie war das? Ja, zweimal nach oben, beide Sticks. Robin wird uns jetzt hier beim nächsten Sprung einen eiskalten Rockstar zeigen. Und da ist er! Woohoo! Stark. Ich glaube, wir hören zu Hause Jubel. Ja, du. Ich trau mich gar nicht hochzugucken, weil es gerade so gut läuft hier. Hey, Platz 1 und Rockstar gestanden. Also ich meine, aber jetzt nur, weil du so gut vorgearbeitet jetzt hast. Jetzt kann nichts mehr schief gehen.
Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, dass ich auf der Terrasse gelandet bin. Oh no! Oh oh! Tap oh, to recover, oh, tap, oh, tap, tap! Boost! Oh! Ja, ich meine, es wäre sehr schön gewesen, hättest du das oben gestanden und ja, eben Rockstar an den Café-Gästen vorbeigeflogen wärst. So. Komm, bleibt eins nur noch drin. Wo bleiben eigentlich die Boote? Oh, da! Oh, Boot, no. Boot. Ich hab's gerade noch gesagt! Fahr nicht links in den Hafen, guter Tipp von mir. Ich habe gehört, da geht's nicht mehr weiter. Was, ein Hafen ist eine Sackgasse? Oh, no! Oh, da passt er durch, da passt du durch! Oh, was, oh, dann zerstört er alles weg. Ey, wo kein Platz ist, hier Platz gemacht, so. Da kenne ich nichts. Nochmal den Rockstar zum Abschied. Und ey, du bist durch den Ostteil gefahren. Und da war ein Küken. Also ist irgendwas freigeschaltet, was immer es auch war. Und vor der Ziellinie gehe ich vom Jet runter und bin nur Vierter. Ey, aber trotzdem. Es war eine astreine Bombenleistung, muss ich sagen. Aber merkst du, wie viel Spaß das machen kann, wenn man mit dem Handy, mit dem ROG von einfach mal am Monitor spielt? Ja, voll, wenn ich ehrlich bin, ich habe gedacht, ja, machen wir halt ein bisschen Mobile Gaming und so. Ja. Aber es ist halt, also gerade wenn du so zu zweit dann auch nochmal spielen kannst oder gegen jemand anderen spielst, es ist doch schon ein Knaller. Sollen wir vielleicht mal einmal kurz schnell zeigen, wie das mit der Beleuchtung funktioniert? Ja, zeig einfach mal auch was. Guck mal. Wenn ich denn jetzt, das ist falsch um das Telefon, darum geht es nicht. Da hat mich gerade die. So, ich will einmal nur schnell den Client zeigen. Ich weiß, wir kriegen mit den. Ich schau mal gerade, ob wir den Client in den Dingsmodus kriegen. Dann können wir nämlich. Guck mal, wir können es auch capturen sogar. Schau dir einfach mal an, was du alles einstellen kannst. Du kannst jetzt den Super Speed Mode anmachen. Das heißt, das Telefon geht auch nochmal ein bisschen hoch. Das heißt, du siehst Clockspeed von der CPU. Ja, boostet mega wie viel, hoch. Wie viel Memory gerade gebraucht wird. Du siehst den Speicherplatz, der gebraucht wird. Die GPU wird dir noch angezeigt. Das ist ja ganz geil. Wahrscheinlich braucht es, wenn du boostest, einfach mehr Strom. Und du kannst ja sagen, ey, ich habe jetzt noch genug Akku da. Oder bin eh zu Hause, kannst du den Boost reinhauen. Und natürlich ganz wichtig, kannst Aura einschalten. Du kannst Aura einstellen. Und dann kannst du natürlich auch sagen, was du genau haben möchtest. Und du siehst es dann hier auf der anderen Seite. Das Telefon leuchtet dann nämlich genauso, wie du möchtest. Und mit dem Feature habe ich viel zu viel Zeit verbracht in der letzten Woche. Die Vorbereitung für die Gamescom war ungefähr folgende. Ich habe so ein bisschen gepackt für unsere Technik. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich spiele noch ein bisschen mit Aura rum. Und du kannst alles von wie stark es pulsiert, über wie hell es genau hinten ist und wie hell es nicht ist und so weiter und so fort. Du kannst auch irgendwo jetzt Strobing steht, kannst du wahrscheinlich auch einen anderen Modus rein. Ja, genau. Oder? Du kannst auch sagen, das soll bitte atmen. Oder ja, genau die Sachen, die man soll. Es soll Strom, ja. Es soll ein bisschen Strom hier. Also, aber jetzt haben wir natürlich keine Farbe drin. Ich mach mal einfach Static an und dann kommen wir hier ein schönes Rot hier. So, das ist doch wirklich, das ist doch super stark. Also ich finde, so muss halt eigentlich auch aussehen, ne? Natürlich. Da fragt man sich ja jetzt, warum das nicht alle anderen Hersteller schon seit Jahren machen und Asus ROG bringt einfach ein Phone, wo das Logo beleuchtet ist. Ja, natürlich. Und das sind so die Spielereien, ich bin ganz ehrlich, mit denen kriegst du mich. Natürlich kann man sagen, so, ja, was brauche ich denn ein Gaming-Telefon, was leuchtet? Aber ich bin ganz ehrlich, ich brauche sowas. Ich finde das irgendwie. Das ist das, was man machen will, oder? Ja, Farbe ist doch generell so diese eine Sache, die dich als Zocker so mega abholt. Ich weiß nicht, welcher Urinstinkt von uns allen da angesprochen wird. Ich weiß nicht, warum wir das sehen und sagen, oh, das leuchtet. Das finde ich gut. Aber ich sehe schon, du machst dir direkt irgendwelche Gruppen auf. Ja, ich glaube hier. Man kann irgendwie so ein Customizen machen, dass du anscheinend mit anderen dich synchronisierst, ne? Das heißt, wenn wir jetzt beide ein Phone hätten, könnten wir im selben Rhythmus leuchten. Oder vielleicht sogar mit der Hardware von deinem PC. Das kann auch, ja, das ist wahrscheinlich. Oh. Ja. Okay, ich sehe gerade den Blick in unseren Augen so, was hier alles. Das würden wir das mal machen, damit, ne? So. Wir schauen mal später, wenn wir später hier den PC aufbauen, vielleicht kriegen wir die Gruppe ja mal zusammen. Ja, so, am nice. Letzten Tag machen wir das. Dann sehr bauen schön. Wir schön zusammen die große Gruppe und dann leuchtet hier die komplette Bühne. Alles. Inklusive alles. Dem ROG-Phone, alles gemeinsam. Inklusive dem Schreibtisch. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tolles Teil. Frank. Bin da gespannt, was wir da noch. Also, ich hab's jetzt auch wirklich heute zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ist stark, oder? Wirklich. Ich will das auch gar nicht hergeben. Und wieso hast du schon eins? Ich durfte einmal vorher aus. Also, es ist ja nicht meins. Es ist ja nur eine Leihgabe natürlich, hier für die Bühne. Aber ich durfte es halt vorher testen, damit alles hier funktioniert. Und das war wirklich, das war so stark. Es macht so viel Spaß, das Ding. Ha. Ja, eigentlich, wenn man jetzt so die ganze Zeit, ich denke immer so, was passiert denn jetzt, wenn ich hier drauf gehe? Was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Aber das ist genau der Trieb, der da halt rausgeholt wird. Dieses, du willst
Du willst ausprobieren, was passiert, wenn du da drückst. Du willst ausprobieren, was passiert, wenn du jetzt mal hier und da noch ein bisschen was einstellst. Ja. Und das macht für mich den kompletten Spaß aus. Plus das Custom Android, was mit drauf ist, das hat auch so den kompletten ROG-Look. So komplett in der ganzen Struktur des Logos vom Auge. Das ist unfassbar stark. Werden wir noch was anderes spielen in den nächsten Tagen da drauf? Hearthstone, ja, natürlich. Wir haben Tanks, Hearthstone da für die nächsten Tage. Wir haben Asphalt, da freue ich mich sehr drauf. Wir können ein bisschen Autorennen fahren. Okay, cool. Da fahren wir dann auch gegeneinander gegen die Leute. Ja, das heißt, wir haben da drüben jemanden sitzen. Weil, wie man heute gesehen hat, in Rennspielen bin ich ja quasi fast ungeschlagen. Also ungeschlagen. Außer man muss Stunts machen. Ja. Dann ist schwierig. Ich komme ins Ziel, könnte man sagen. Aber das wird halt, vielleicht finden wir auch einen Gegner, der auf meinem Level mitfahren wird. Das wird... Dank. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, es war wundervoll. Dank, dass du da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir werden jetzt erstmal eine etwas längere Pause machen hier auf dem Stand, denn dann bereiten wir alles vor, dass wir später zusammen PC bauen können. Genau. Deshalb, das wird, glaube ich, richtig geil. Das wird nicht nur geil, das wird fantastisch. Ich freue mich da besonders auf die neue Wasserkühlung von ROG, ja. Weil ich wusste gar nicht, dass wir die einbauen. Also ich habe die dann auch zum ersten Mal in der Hand, neues Netzteil zum ersten Mal in der Hand von ROG. Das wird, glaube ich, richtig dick. Ich war dabei, als wir sie ausgepackt haben, das erste Mal, als sie hier ankamen. Ja. Und alle Augen so... weil es einfach so, ja, abgefahren, natürlich, ist. Natürlich, ne? Und ich freue mich so, das gleich zu machen. Also, das gibt es ab 16:30 hier auf der Bühne. Ihr habt jetzt eine etwas längere Pause. Wir werden hier alles vorbereiten, dass wir ordentlich... Ich weiß nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Und in die mit, da hinten. Mit Alexi, Wexi zusammen bauen können. Ja, da ist die Kamera. Okay. Macht's gut, bis später. Bis wir sehen später. Uns und bis dann. Haut rein.
now it's time to kick 'em off. Living life for the next drop.
We'll be right back.
Mats.
You were dropping like that. We'll be right back.
Just stand.
Yeah.
This is for those who dare to stand up. For those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Live sind wir zurück, live aus Köln zum großen AOG Week, möchte man fast schon sagen. Live von der Gamescom 2018. Mein Name ist Robin, mich kennt der eine oder andere schon. Und neben mir zwei Gesichter, die man auch kennt. Zum einen Frank Sirius, der immer noch da ist. Und ein neues Gesicht auf der Bühne, Alexi Bexi. Hallo. Hallihallo. Was passiert jetzt eigentlich? Dieser Part nennt sich Build-A-Rig. Genau. Und ich verrate so viel, es ist mein Highlight. Aus folgendem Grund. Ich habe schon des Öfteren mit Frank das zusammen gemacht. Alexi ist komplett neu. Komplett. Und das Ding ist, das ist jetzt der Part, wo das Chaos herrscht. Ja. Weil wir bauen zusammen Computer. Ja, ja, genau. Und wir bedeutet, dass wahrscheinlich größtenteils die Sicherheit wegen Frank das machen wird und wir werden ein bisschen klug scheißen. Sehr gerne. Ja, das vermute ich zumindest das kann ich sehr gut. Mal. Okay. Ihr seid natürlich alle angehalten, hier mit anzupacken. Ja. Und wir haben heute quasi den Start davon. Das heißt, wir werden die ganze Woche über hier auf der Gamescom an diesem Rechner weiterbasteln. Heute werden wir erstmal die ersten Komponenten zusammenpacken, wie das Mainboard, die Grafikkarte und so weiter und so fort. Dann gehen wir die nächsten Tage über zu Aura Sync, über Takten. Dann haben wir noch ganz viele andere Sachen, die wir machen. Das kommt die nächsten Tage. Heute kommt erstmal so ein bisschen das Grundprinzip. Genau, und wir bauen es heute außerhalb von einem Case zusammen, also außerhalb von einem Gehäuse. Man hat immer die Möglichkeit, das Mainboard direkt ins Gehäuse zu schrauben und da dann alle einzelnen Teile anzuschließen. Nachteil dabei ist, wenn mal irgendwas nicht richtig funktioniert, bist du halt in dem Case sehr eingeschränkt, kommst vielleicht schlecht an die Kabel ran. Und die ein oder anderen bauen das halt einfach so, dass wir das Mainboard nehmen, das ist in unserem Fall das Maximus 10 Code. Das ist halt eins von den Top-Mainboards von ROG. Wir werden das quasi einfach flach auf den Tisch legen. Vorsichtig! Okay. Wir werden das flach hier auf dem Karton zusammenbauen, da eben außerhalb vom Gehäuse dann die Grafikkarte einbauen. Wir haben eine Kompasswasserkühlung, das ist die nagelneue Asus ROG Ryujin. Genau. Die 240er. Ryujin, Ryu. Genau. Ryujin. Ja. Erster Experte. Ja, natürlich. Was sagst du dazu? Wie hat er das ausgesprochen? Er hat es absolut gut gemacht, oder? Du, ich bin ganz ehrlich, genau. Ich bin ein großer Punkte Fan. Von Gryffindor. Ich bin kompletter Fan von dem Produktnamen von AOG. Ja. Weil wenn du sie zum ersten Mal hörst, sind sie echt relativ schwierig auszusprechen. Ja. Aber wenn du es einmal hast, dann hast du es. Ey, AOG Maximus X Code. Code geht naja, aber noch. Aber es ist halt, wenn du es einmal gemerkt hast, dann bleibt es da drin. Das ist ja der Vorteil. Du denkst dir, geil, das ist dann mein Ding, was ich haben will. Bei allen anderen ist das nur, nein, das ist halt ein Mainboard. Ja. Ja. Das hat halt Charakter. Es hat einen Namen. Ne? Und du willst es nicht mehr verlieren, weil wenn es einen Namen hat, dann willst du es behalten. Ja. Das ist wie mit Haustieren. Warum haben wir davon eigentlich noch die Packung? Schade. Die Wasserkühlung ist ja noch nicht auf dem Markt. Das ist jetzt quasi noch so ein Prototype, also wo nur hier für die Messe. Genau, das stand hinter der Bühne, muss ich sagen. Zweimal wurde mir gesagt, falls wir eine kaputt machen. Wir haben also Ersatz da. Wir haben Ersatz. Also wenn was nicht klappt, wir haben Ersatz. So, und ja, sollen wir schon anfangen? Soll ich schon irgendwas? Ja, lieben gerne, lass uns gerne anfangen. Wir können ja, während wir dann aufbauen, so ein bisschen über die Sachen quatschen. Genau. Das Ding ist halt, ich fühle mich so ein bisschen wie in einer Kochshow. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so, ach ja, ich habe da was vorbereitet. Ja, genau. Ich hole mal gerade kurz hier, ich habe hier einen neuen Hamburger für euch. Nach unten und dann holen wir es fertig wieder raus. Aber wie machst du das denn jetzt ohne Gehäuse? Hast du jetzt extra so eine Platte dafür, wo du es rauflegst und sagst, oh, jetzt kann man hier ohne etwas kaputt zu machen, das hinlegen und darauf arbeiten oder? Nee, wir legen das wirklich einfach, wir legen das auf dem Mainboard-Karton. Darf man denn das? Ja, das darf man, das ist wirklich komplett problemlos. Also du könntest es theoretisch auf den Tisch legen, aber die meisten, so erfahrungsgemäß, der Mainboard-Karton ist ja hart und solide und du hast halt irgendwie eine angenehme Arbeitshöhe, du brauchst jetzt auch keine Angst haben, dass da irgendwie scharfe Kanten sind. Und der Witz ist ja, für alle, die jetzt hier vor der Bühne stehen, er redet direkt neben mir, ich verstehe fast nichts. Ich muss die Hälfte seiner Worte erraten, das ist ziemlich geil. Was? Ja. Was hast du gesagt? Ja, genau. Was? Ja, absolut. Weißt du, was das Tolle auf der Gamescom ist? Da läuft überall laut Musik, die alle nervt. Und dann auch noch schlechte Musik. Okay, das hast du gehört. Ruhe! So. Ja, gleichzeitig. Okay, soll ich dir was helfen? Sollen wir dir was helfen? Gerne, sag uns einfach, was wir für dich tun können. Ihr könnt Aufkleber im Publikum verteilen. Shiny Aufkleber. Weißt du, was ich mit Aufklebern immer mache? Ich beklebe damit meinen Drucker. Echt? Kein Witz, ich beklebe damit meinen Drucker, weil Drucker sind hässlich. Und wenn man sowas irgendwo dabei hat in einer Packung, dann macht man damit Drucker ungefähr 1000 Mal schöner. Also ernsthaft,
Wirklich? Ja. Meinst du so? Okay. Das ist für mich gerade so ein Erfolgserlebnis. Darf ich die mit? Ich hätte jetzt gesagt, die kriegt einer von hier, aber der Alex. Ja, okay. Es tut mir jetzt sehr leid. Wer von euch Druck hat, guckt, die haben alle das gleiche Problem. Dann können wir da gleich mal gucken, wer das mitnimmt. So. Ja, okay. Mainboard? Und das funktioniert auch so, wenn wir das da drauflegen. Ja, tadellos. Da muss ich jetzt keine Angst haben, dass wir gleich hier irgendwie einen Brand auf der Bühne haben. Nee, im Grunde genommen ist das ja kein Unterschied, ob es jetzt flach liegt oder gerade steht. Das Einzige, genau, das ist aus Metall. Das Einzige, was wir gleich machen müssen, ist, wenn wir die Backplate hinten draufsetzen für die Wasserkühlung, dass wir es dann nochmal einmal hochheben. Aber ansonsten liegt das, ob das jetzt hier liegt oder ob das im PC-Case liegt, das macht wirklich genau überhaupt keinen Unterschied. Sieht man das irgendwo in der? Aber das ist ja krass, wie das mittlerweile alles so geschlossen ist, oder? Genau, das ist jetzt von dem, es gibt so eine TUF-Serie von den ROG-Boards. Die TUF-Serie ist eigentlich so ein militärischer Standard, wo die Boards irgendwie in der Wüste, ja, wenn der Panzer drüber fährt und so, dann muss das überall halten. Qualität. Und davon ist das halt eigentlich übernommen. Okay. Dass das Board halt einfach in sich ein bisschen stabiler ist, dass die Teile darunter gestützt sind. Ich finde eigentlich immer nur, es sieht halt eigentlich geil aus, weil ich finde, das macht halt irgendwie auch, so. Oder? Ja, genau. Also hier, die Teile sind mit Aurasync, das Republic, also wie immer, alles Aura, Aura, Aura. Geil, geil. Aura, Aura. Wir haben integrierten Start- und Reset-Button. Heißt, wir brauchen jetzt auch keine Tastatur. Wir können es einfach gleich hier starten. Wir werden eine M.2 einbauen. Ja. Ja. Geil. Ja. Gib ihm, komm. Gib ihm. Gibt es eine Top-Kamera? So. Nee, schade. Das wäre geil. Ja, wir haben eine Top-Kamera. Wir haben vor allem den Kameramann, der gleich kommt und nochmal von hinten so filmt. Achso, da stellst du doch auf die Schulter. Ja, der kommt einfach hinter dich und der checkt dich dann. Ja. Guck mal, so geil ist das. Du musst aufpassen, da kommt er. Das ist wie so ein Genie. Dreimal rufen, dann ist kein Problem. So, jetzt, was packst du da aus? Das ist die? Das ist die GeForce GTX 1080. Also ist gar keine 2080, die wir hier haben. Nee, ist keine 2080 Ti. Aber gibt es Karten von Asus? Zur 2080 Ti? Ja. Gibt es hier am Stand sogar. Gibt's schon was? Du kannst direkt hier vorne nach rechts gehen und da ist die 2080 ausgestellt, das neue Strix-Modell. Ah, das heißt für alle, die 2080 mal sehen wollen. Sie hängt an der Wand. Aber weißt du, was das Beste ist? Die ist so festgeklebt, wie ich noch nie etwas habe kleben sehen, damit die bloß nicht wegkommt. Ich warte, ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Dummy, ne? Wo das so, ja, genau, so an der Wand hängt. Genau, aber du kannst dann ziehen. Das geht nicht, oder sie ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Er ist der stärkste Zwei-Komponenten-Kleber der Welt. Aber ich wette, jeder hat mal dran gefühlt, oder? Nee. Willst du eine Grafikkarte nehmen, die du von der Wand geklaut hast? Du hast doch immer ein schlechtes Gefühl, wenn du in deinen Rechner reinguckst. Immer. Ich habe sie angeleckt, um zu sagen, es ist meine. Nee, die mag ich nicht. Die hat der von Sirius angeleckt. Nee. Guck mal, da ist sogar noch eine Folie drauf. Ja, darfst du abziehen. Nee. Folienporn. Findet einer aus dem Publikum das geil, so eine Folie abzuziehen? Sollen wir die mal ziehen lassen? Direkt doch. Ich finde das super, das abzuziehen. Ja, komm, kommt mal einer vor, der soll einer mal ziehen. Na, müsst euch schon. Ja, okay, alles klar. Komm mal hoch. Guck mal hier, zieh mal. Warte, ich helfe dir ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt hier, leg los. Langsam, genieß es. Du kannst den Müll kannst behalten. So. Als schön, oder? So. Guck mal, ich habe eine kleine Mülltüte für uns gemacht. Willst du dir das durchlesen? Also hier kann der ganze Schrott rein. Also hier steht Ryu. Was? Ja, Ryu. Ja, aber auf meinem Briefing stand Ryu Jiu. Ja, ich glaube, vielleicht ist das nicht... Vielleicht ist das Final. Habe ich einen Stift? Nein. Nee, habe ich nicht. Kann ich nicht ändern für dich. Das ist das Produkt von MSI. Tut mir leid. MSI. Okay, müssen wir noch mal was wegtun oder wegpacken? Ja, achso, soll ich ein bisschen lernen? Ja, ich räume hier immer total auf. Jetzt tust du die Aufkleber weg. Achso, Entschuldigung. Hätten wir nicht irgendwie einen coolen Aufkleber auf die Grafikkarte machen können oder so? Nein. Ist das eine doofe Idee? Das war eine doofe Idee. Armlänge Abstand. Hier in Köln. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe Fiefseritis. Tut mir leid. Hier gibt es ja noch was zum Ziehen. Nachher kann noch mal einer ziehen. Kannst du dir noch einen aussuchen? So, ja, dann hol dir noch einen. So. Ist ein Mainboard aus der Z370-Serie. Passend dazu dann i7-8700K. Und das ist dann halt auch eben... Warum die i7 hier 8700? Ist halt im Gaming-Bereich immer noch absolute Top-CPU, würde ich sagen. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch gerade zum Übertakten absolut geil. Ja. Werden wir mit Roman Hartung, also mit dem Bauer, werden wir das übermorgen. Lass mich kurz überlegen, übermorgen. Übermorgen. Du hast also morgen geht das Ganze ins Case hinein und übermorgen... fangen wir, glaube ich, an mit Grafikkarte übertakten und dann einen Tag später nochmal mit CPU übertakten. Geil. Und es ist eben eine CPU, die sich sehr gut übertakten lässt. Geil. Wer hat den Karton mit den Schraubendrehern weggetan? Ich hab den. Och, Mann. Frag für einen Freund. Ah ja, okay, sehr schön, dankeschön. Ich empfehle Menü Nummer 5 auf der Karte. Ja, danke sehr. Wir nehmen 1 und 2. Dazu noch einen Gruß aus der Küche.
Ja, eigentlich. Oh, bitte. Ich habe schon mal sehr schlechte Erfahrungen mit diesem Witz gemacht. Ich auch. Komischer Fetisch bei mir, aber. Ja. Ja, reden wir später. Es war zum Schneiden komisisch. Oh. Okay, wie machen wir weiter? So, genau, was passiert hier in der richtigen Welt? Also, wenn jetzt eine Grafikkarte ausgepackt auf dem Tisch. Ich habe immer Angst, wenn man das macht, geht so eine Grafikkarte nicht kaputt, weil es sind da nicht so super, so weiß ich, so super sensible Sachen drunter auf dem Mainboard von der Grafikkarte. Nennt man das Mainboard unter der, ja, unter Platine. Der Platine. So. Also im Grunde genommen ist ja hier drunter eine Schutzfläche, die eigentlich die Teile schützt. Ganz viele sind immer sehr skeptisch dabei, wenn du die Kontakte anfasst. Ich bin aber auch der Meinung, selbst wenn du die Kontakte ableckst, passiert eigentlich relativ wenig. Also, was müsste passieren, damit du das jetzt tust und ausprobierst? Glückst du so. Ich sehe gerade, hier ist sogar noch ein Aufkleber. Ich liebe Aufkleber. So. Hast du auch schön den Intel-Aufkleber auf dem Drucker? Auf dem Drucker. Ich habe sogar einen, tatsächlich. Echt? Aber das ist ein Pentium 4-Aufkleber, den ich noch habe auf dem Drucker. Oh, der ja, ist hier, aber schon gut alt. Hier könntest du einen Nagel neu mitnehmen von der i7-Reihe. Sorry. Ist okay. Nein, ist wir okay. Sind derselbe Jahrgang übrigens. Was? Wir sind derselbe Jahrgang. Echt? Wir sind beide gleich alt. Nein. Doch. Also auch 89? Ich wäre ja, ich bin 90, aber quasi. Du bist jünger. Oh, ich bin älter. Ja, stimmt. Ich weiß aber, wer noch älter ist. So, Frank, wie ist bei dir? Zurück zum Thema. So, die beiden Küken auf der Bühne bauen jetzt gerne. Hier weiter, sehe ich gerade. Was machen wir mit dem Ding? Ich wollte gerade sagen, wenn du uns sagst, wo wir schrauben müssen, dann schrauben wir. Im Grunde genommen ist die Reihenfolge, wie wir es zusammenbauen, relativ egal oder total egal. Also wann wir M.2 einsetzen oder so, ist eigentlich gleich. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mit der CPU an und mit der Kompaktwasserkühlung können wir oder wahlweise wir drücken. Es ist wirklich total egal. Ich würde nur als letztes wegen dem Ding raufheben, umdrehen, würde ich als letzte Grafikkarte reinstuhen, weil die einfach dann sonst so ein zusätzliches Gewicht hat. Das heißt, es wäre also schwerer, wenn wir mit der Grafikkarte anfangen. Nein, nee, lassen wir mit der CPU anfangen. Ja. Ich habe das so gelernt, so, man muss erst mal mit dem Herzstück anfangen. Ja, also ich würde... Okay, also, schau, das heißt einfach hochklicken. Genau, einfach hochklicken, dann ist ja hier dieser Schutz drauf, den wir runternehmen. Haben wir das denn groß gesehen? Nein. Nein. Oh. Aber wo ist der Bambi? Der Bambi ist unser Kameramann. Dürfte man die jetzt anfassen? Würde ich nicht machen. Okay. Also normalerweise passiert eher selten überhaupt irgendwas dabei. Ja. Man sollte es aber nicht. Also im Grunde genommen sind das ja alles kleine, feine Kontakte. Man könnte einen verbiegen. Ja. Aber da müssten wir jetzt schon sagen, oh, ich kratze die mal sauber, bevor da jetzt was passiert. Okay. Also als du das erste Mal sowas gemacht hast, hast du dann auch gedacht, die Leitpaste muss da unten hin und dann... Das habe ich schon mal gesehen. Da gibt's immer so es gibt ja so geile Geschichten. Ne? Oder wo die alles einschmieren. Ich habe da alles voll gemacht mit der Wärmeleitpaste. Ja. Ich habe noch eine andere Geschichte dazu. Ich habe beim Einsetzen, ich habe nicht gerafft, wie das mit den Pins funktioniert beim ersten Mal. Ja, das ist mittlerweile. Ich hatte irgendwie einen Prozessor, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Und ich habe den halt für sehr, sehr viel Geld lange gespart gekauft. Ja. Und da habe ich die Pins verbogen beim Reinsetzen, weil ich es falsch rum gemacht habe. Weil es gibt ja diese Ecke. Genau. Es gibt ja die Ecke, auf die man achten muss. Und das habe ich eventuell nicht getan. Aber wo sieht man denn jetzt die Ecke? Das war traurig. Auf der CPU sitzt die eigentlich unten links immer. Das ist so ganz klein mit einem Dreieck markiert. Ja. Und ist die da denn auch markiert auf dem Mainboard, die Ecke? Ist sie außen markiert. Ah. Also wenn man es gar nicht weiß, sieht man, da ist die Ecke, hier ist die Ecke. Geil. Und dann kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Wenn man es gar nicht weiß. Wenn man es gar nicht weiß. Und nicht so, wie muss der Prozessor da rein? Vor allem für diejenigen da draußen, die es dann auch selber probieren wollen, ist es halt kein Hexenwerk? Nee, gar nicht. Also im Grunde genommen, es ist ein Mainboard, das ist halt einfach die Plattform. Die CPU ist so ein bisschen was wie das Herz, könnte man sagen. Und, oder ist es das Gehirn? Oder so, ja. Was ist denn das Herz? Das Netzteil? Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil ohne Netzteil funktioniert gar nichts. Ja. Ohne Herz funktioniert, ohne Gehirn aber auch Hirn, nicht. Hirn, Herz, Biologie. Primäres Geschlechtsteil. Du meinst das hier? Ja, natürlich. Ach so, okay. Na gut. Ja oder nicht? Was sind denn die Nieren? Der RAM. Nee, das ist der Bauch. Das ist der Bauch? Nee, das ist die Festplatte. Ja, was kannst du rausschmeißen? Eine Soundkarte ist eine Niere. Oh. Ja. Oh, dann hast du aber trotzdem noch eine. Ja, eine ist onboard und eine ist so. Geil. Wahnsinn. Mega geil. Was ist denn die Lunge? Die Kühlung. Ich baue mal weiter. Ich glaube, das gibt hier nichts mehr sonst irgendwie. Und ich will jetzt nicht unken. Mach weiter jetzt. Ja. Was ich halt damals so bei mir gelernt habe, als ich damit angefangen habe, das so ein bisschen zu machen. Ich glaube, man muss vor allen Dingen die Angst davor verlieren, das zu tun.
Weil inzwischen ist es so einfach, eigentlich einen PC zusammenzubauen, in Anführungsstrichen. Man kann viele Fehler machen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber ja, man muss die Angst verlieren, weil so, nee, es, ist fast, Lego. Nee, ja. Das Ding ist ja auch wenn wirklich, man nicht gerade zu doof ist, das reinzusetzen. So, du kannst sie rein, rausnehmen, hoch, locker klappen. Es ist ja jetzt wenig, wo du jetzt, was willst du an der CPU falsch machen? Sie also, falsch rum reinsetzen, so wie ich damals vor vielen Jahren normalerweise, und sehr viel Geld verlieren. Aber dann passt sie eigentlich heute gar nicht mehr richtig rein. Also, dann brichst du, merken, du halt, das ist ja kein Ding, dann ist das ein Hebel. Sie sitzt irgendwie nicht sauber auf und in dem Moment, wo sie sauber aufsitzt, ganz flach, kannst halt einfach die Geschichte runterklappen, den Bügel runtertun und aber du brauchst schon ein bisschen Gewalt dafür, oder? Also das ist nicht einfach so, sondern du musst schon drücken. Ja, aber es ist alles noch in so einem Bereich, wo ich jetzt sagen würde, du musst jetzt keine Angst haben, was kaputt zu machen und so. Ah, ich muss jetzt einmal, ne, das nicht geht. Viele hören dann ja auf, weil dann so, oh, das geht so schwer, oh, das geht so schwer. Und dann, ne, wollen nichts kaputt machen. Genau, und das ist es ja eigentlich nicht. Weiter geht's. Weiter geht's. So, ja, jetzt kommt der spannende Part. Die Ryuji. Ist auf jeden Fall eine 240 mm Wasserkühlung. Bedeutet ganz einfach, sind 220er Lüfter drauf, die die ganze Geschichte kühlen. Und diese Kompaktwasserkühlungen sind eigentlich sehr leicht zu verbauen und auch ja, praktisch. Leicht und praktisch. Wir probieren das jetzt mal. Ich habe die Wasserkühlung jetzt selber auch noch nie verbaut. Ich weiß nicht, ob die, die meisten Kompaktwasserkühlungen haben wir von vornherein Wärmeleitpaste aufgesetzt. Ist jetzt bei dem Modell, was wir haben, ist da jetzt... Was? Entschuldigung. Ich hatte gerade den König der Löwen. Warm. Ich mach mal kurz kalt. Ja, danke. Das tut mir sehr, sehr gut an diesem Tag. Ja, ja, da werden wir auf jeden Fall Wärmeleitpaste auftragen. Das ist quasi Kontakt zwischen der CPU und der Kühlung besteht. Ich weiß, wir haben heute kurz drüber gequatscht, aber wir müssen noch mal drüber reden. Ja, genau. Wie bringt man Wärmeleitpaste auf? Oh. Jeder macht es anders. Ja. Frank hat euch schon erzählt, er macht ein Kreuz. Ich mache ein Kreuz? Genau, ich mache halt in den Videos ganz gerne ein Kreuz, weil die Leute sich mega drüber aufregen. Ja, okay. Normalerweise sage ich jetzt mal, reicht so eine erbsengroße Punkt in der Mitte. Das drückt sich dann flach. Und wenn du so ein Video dazu machst, dann machst du einfach mal irgendwie so ein... Und alle so, das Netz, das gefühlt das Netz, ah, du machst das total falsch und so. Oh mein Gott, okay. Es ist relativ, ich will jetzt nicht sagen, egal, also zu viel ist halt nichts und zu wenig ist auch nichts. Aber es unterscheidet sich jetzt halt nicht, ob da ein Millimeter mehr ist oder nicht. Also, das sagst du. Ja, das sag ich. Also, wenn du da bei keiner Benchmark-Meisterschaft teilnehmen willst und wirklich das letzte eine Grad rausholen musst, dann ist es relativ gleich. So, ich hoffe, ich habe das richtig rum eingesetzt. Ja, sieht gut aus. Aber diese Wasserkühlung wäre theoretisch auch kompatibel mit allen Prozessoren da draußen? Genau, das ist halt einfach so, dass die Backplate ja auf die Rückseite vom Mainboard kommt. Ja. Und bei den neueren Modellen ist es jetzt so, dass du diese Pinne nach außen und nach innen schieben kannst, sodass sie auf unterschiedliche Typen passen. Ja. Das ist meistens auch markiert, dass irgendwo steht, hier sehr, sehr klein, für welchen Prozessor das ist. Krass, okay, okay. Und zudem gibt es dann auch, also das ist jetzt hier für die AMD-Variante, gibt es dann andere Halterungen einfach. Okay. Also normalerweise passen die halt wirklich für alle. Geil. Auch ein i9 tatsächlich, weil ist der gleiche Sockel, ja? Genau. Ja, nice. Nur den kann keiner bezahlen. Nun. Wie sieht das denn aus? Brauchen wir jetzt eigentlich in dem Fall, ja, wir brauchen auf alle Fälle Wärmeleitpaste, weil da ist keine drauf, oder? Genau, wir brauchen da, haben wir denn welche da? Ja, aber, natürlich. Guck mal, wie ich strahle. Siehst du das auf dem Bildschirm? Ich bin so blendend. Wow. So, ich krieg mal. Ich habe einfach auch so eine komplette Schicht inzwischen auf der Stirn. Ja, könnte ich auf mein Brot ein bisschen Butter haben? Nee, der Alex hat das. Was? Kein Problem. Oh ja, sag was aus meiner Wundertüte. So. Ich habe hier mal was vorbereitet für uns mit Wärmeleitpaste. Oh, Herr Doktor, haben Sie Ihre Spritze mitgebracht? Natürlich. Okay, ich mache mich schon mal frei. Einmal bitte frei machen. Oh. So, warum ist sie denn schwarz? Nee, ist sie schwarz? Nö, die ist weiß. Ah, nee, ist die Kappe. Die Kappe. Ja. Geil. Also im Grunde machen wir jetzt gleich ein bisschen Wärmeleitpaste auf den Prozessor drauf und setzen dann den Kopf auf. Und der Kopf verteilt das dann in dem Moment, wo wir die Schrauben anziehen und sich die Wärmeleitpaste gleichmäßig darauf verteilen. Soll ich hier irgendwie was halten? Weil den Radiator hier willst du ja wahrscheinlich nicht... Also bei der, das ist ja wirklich zum allerersten Mal, dass wir diese ROG-Wasserkühlung verbauen, die jetzt auf den Markt kommt. Mit Display inklusive. Dafür nehmen wir einfach diese Abdeckung runter, dass wir hinterher halt Schrauben kommen. Und ich muss jetzt wirklich selber überlegen. Schon geil. Und die verbaut, die müsste eigentlich so verbaut werden. Ich meine das Logo war immer unten links.
Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Warum ist eigentlich Wärmeleitpaste immer Silber? Damit sie besser leitet. Ist das so? Warum? Weiß ich nicht. Silber, Folie, Alufolie leitet. Natürlich. Und das ist ja quasi flüssige Alufolie. Nee, warum, Frank? Warum ist eigentlich... Weiß ich nicht. Ja. Es gibt, glaube ich, auch farbige. Weiß. Sie ist halt einfach immer hell. Wahrscheinlich, weil man sie nie sieht. Ah. Dann möchtest du es auftragen? Das wird sein. Okay, ich probier's. Aber nimmt man nicht Silber auf Silber? Ja, aber da ist ja Kupfer. Pauschal ist ja viel, ja, gut, da ist Kupfer, viel, ne? Wie bei jedem PC. Ja, oh. Darf ich hier ein bisschen rumsaugen? Ja, sau rum. Okay. Aber nicht auf den Aufkleber. Oh. So. Also ich soll ein riesiges Kreuz machen, sagst du? Nein, mach einen Punkt. Sonst kriegen wir... Nein, oder mach wie du magst. Oh Gott, nicht so ein bisschen mehr, Alex. Mach ruhig ein bisschen mehr, dass die Leute meckern. Ich hab Angst, dass die Leute müssen meckern, dass es sich links und rechts raus. Okay, ich hab meine damals immer komplett eingebuddert, ne? Es gibt, so, ich fühle mich gerade super schlecht. Oder? Das ist doch schön. Es gibt auch Leute, die verstreichen es dann. Ja, genau. Ja. Das habe ich immer gemacht. Also ich habe Ergebnisse gesehen, wo es mit dem Verstreichen schlechter ist. Also ich würde immer einen kleinen Punkt machen und es aufdrücken. Ist das so genehmigt? Ja. Okay. Aber in der Regel, ey, ob du... Ja. Also es ist nicht viel Unterschied, würde ich sagen. Das kommt, es läuft immer noch raus. Egal, was ich tue, es kommt. So. Das kommt mit dem Alter. Das hört nicht auf irgendwann. Ach, dann wird ich immer schwerer, mal kurz das zu halten. Bühne. Warte mal eben. Ja. Ist wie morgens nach dem Aufstehen. Jetzt wird's spannend. Nee, jetzt wird's gar nicht spannend, müssen wir aber runternehmen. So, was? Er hat schon verkackt. Das geht? Es sieht schon sehr gut aus. Um Gottes Willen, diese Verantwortung. Wow. So. Wer ist nervöser, du oder er? Oder ich? Ihr wisst, dass das ist halt so noch nie eingebaut. Ja. Soll ich dir eben helfen beim Abschrauben? Ja, genau. Die sehen aber schön aus. Du, lasst euch Zeit. Wir haben Zeit. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie am offenen Herzen mit operiere. Komm. Was denn, das ist doch ganz egal. Das ist eben häufiger. So. Das heißt, du musst hinten gegendrücken oder gegenhalten? Ja, diese Abstandshalter, die wir jetzt haben, gehören halt hier hin. Ich habe hier noch ein bisschen helle Flüssigkeit auf meinen Händen. Oh. So. Ja, ach so. Ah, okay. Wie schnell können wir schrauben? Wollen wir daraus eine Challenge machen? Schraub-Challenge? Ja. Ach, das läuft jetzt sogar so. Ah, okay, warte, ich helfe dir beim Schrauben. Genau, die kommen da rein. So, schneller. Schneller. Wow. Bist du das, Robin? Ich weiß, ich halte nur. Ich glaube, wir sind alle gleichzeitig, weil das ja, ne? Du weißt. Du weißt. Du weißt. Technik. Ja. Du kennst dieses Ton. Bruder, schwierig. Bruder, ich schwöre dir, Anlage immer Problem. Ja. Ist kein Kino, ja? Ist kein Kino. Du meine BMW. Brauchst du nochmal? Ich habe noch was an meinen Händen, ich kann das rausdrücken. Aber ist das jetzt nicht zu viel? Nee. Frank sagt nein. Und er ist heute der von uns erkorene Experte. Er muss es wissen. Ja, er muss es einfach wissen. Dass ich zum Experten erinnere. Ja, genau. Wir glauben dem Frank das schon. Ja. Ne? Aber guck mal, das sieht geil aus. Guck mal, seht ihr? Oh ja, in groß. Oh. Oh. Und jetzt schrauben. Das ist jetzt auch beim Aufschrauben immer Sternform, ne? Ich würde, ja, diagonal. Ja, sehr gut. Ist ja, das unterschätzen auch viele. Also nicht immer nur im Uhrzeigersinn festknatzen das Ding, sondern immer schön gegenüber, in Sternform. Ist so wichtig. So habe ich es gelernt. Ja, ist ansonsten wichtig. Ist ja nur eine Seite fest, dann machst du kaputt. Ja, und dann machst du die andere und dann machst du knack. Nach fest so. Kommt ab. Brauchst du noch mehr? Immer rauf. Jetzt machen wir gleichzeitig. Komm, was soll's. Machen wir gleichzeitig. So, hier ist ein bisschen Kabel zwischen. Musst du das jetzt sogar noch zentrieren? Weil das ist ja noch so ein bisschen, hat ein bisschen Spiel, ne? Das sollte sich von alleine zentrieren in dem Moment, wo wir es jetzt festdrehen. Okay. Okay, ja. Ich habe gesehen, das ist das Spiel Flashback. Kennt ihr das Spiel Flashback? Nein. Von der Super Nintendo? 25-jähriges Jubiläum, kommt jetzt ein Remake, Reboot raus. Oh, echt? Geil. Die, also auf der Gamescom heute viel mit Retro gesehen. Richtig geil. Stark. Und ein richtig schlechter Retro-Vergleich am Samsung-Stand. Der ist ganz, ganz schlimm, muss man dazu sagen. Röhrenmonitor und unten so ein Rechner mit nichts drin. Nichts. Und daneben so ein High-Performance-Rechner für 50.000 Euro. Welcher ist besser? Da ist ja auch, wow. Wow, wie schlecht. Das ist lame. So, Frank, so. Wie schaut's aus? Was sind das jetzt eigentlich für Kabel? Weil normalerweise krass, hat man doch einfach oder? Nur ja, einen Radiator. Wie viele? Oh, grob krass. Geraten. Es ist halt einmal Strom für die Pumpe, Strom fürs Display. Dann würde ich sagen, also das, hier haben wir Strom und dann nochmal USB. Hier haben wir ein LCD-Display verbaut, was lustige Sachen anzeigen kann, das ROG-Logo und so weiter ja. Und so fort. Und es muss ja auch irgendwie vom Mainboard seine Informationen bekommen. Und das werden wir dann hiermit machen. Der Witz ist ja, diese Anschlüsse haben sich einfach in 20 Jahren Computer nicht verändert. Nee. Immer noch diese gleiche
der gleiche Mist mit den Pins. Genau. So, weiter geht's. Es ist doch schön, dass es weitergegeben wird an die andere Generation. Genau, wie oft ich da schon rumgefummelt habe. Ja, natürlich. Immer umdrehen, weil es nicht funktioniert. Ja, genau. Und dann plus, minus, nee, und dann falsch rum. Ist ein bisschen wie in unserer Gesellschaft. Die Scheiße wird immer an die nächste Generation weitergegeben, bis einer sagt, oh, wir können uns ja mal darum kümmern. So, ja. Den so. Kriegst du dafür. Wollt ihr die RAM einsetzen? Die wird ja nur eingeklickt. Oh ja, bitte. Also, was das machst ist du? RAM. Machst du zuerst die Ich hab noch nie eine M2 verbaut. Ja, bitte. Oh nein. Oh, das ist mega easy. Ich muss jetzt tatsächlich... Ich will mir nach der Gamescom selber privat auch einen PC nochmal neu bauen. Ja. Und ich habe mir M2-Platten angeguckt und ich dachte, die sind größer. Es gibt sogar noch kleinere. Aber das ist, da kann man noch nichts drauf speichern. Die Frage das kann ist, nicht sehr groß sein, der Speicherplatz, wenn das so klein ist. Ja, natürlich, da passt noch nichts drauf. Wie macht die denn das rein? Bei dir ist er da drunter? Muss ich schrauben? Oh Gott, ihr wollt mich schrauben, dass ihr seid doch wahnsinnig. Geil. Also, muss ich alle drei Platten lösen? Nee. Löst man nur die. Also es gibt zwei Slots. Einmal hier eine, wo sie senkrecht raussteht. Geil. Also im Grunde genommen, wo sie hier reingesteckt wird. Okay. Dann kann die theoretisch, wenn du im Gehäuse Bodenlüfter hast, von unten gekühlt werden. Das ist ja oder weird. Von vorne. Und hier ist halt der integrierte Kühler. Ich würde mal den abschrauben. Ich habe das Mainboard jetzt selber nicht, aber normalerweise... Okay. Parallel können wir uns ja schon mal den RAM angucken, weil der ist halt auch sexy. Das ist ja das Geile. Und zwar... Den Vengeance Pro RGB. Das Tolle dabei ist... was ist das Tolle dabei? Wenn man es mal auspackt, hier oben ist so eine RGB-Leiste. Man steckt es rein und es leuchtet. Ja, ja. Und zwar so, wie man es haben will. Also Herr Sirius, ich möchte ja nichts sagen, aber da löst sich nichts. Okay, dann schraub ganz ab. Weiterschrauben, schraub aber alles ab. Aber es hätte sein können, dass es hier... Ich habe gedacht, es wäre vielleicht da geteilt oder so. Wie viele Menschen aus dem Internet braucht es, um einen Computer zusammenzubauen? Mindestens drei. Ja, unter einer drei geht gar nichts. Zwei labern blöd rum. Also am besten mit ein paar Freunden gemeinsam an einem Freitagabend zu einem Bierchen. Auch gerne mit der Familie. Hier ist ja kaum Platz. Immer gerne gesehen. Alle zusammen, schön. Das ist halt echt krass, dass du so viel Kabel hast. Weil ich muss immer schrauben. Ja, aber geh durch mein Loch. So. Bei dir doch immer. Ah, nicht das erste Mal. Nimmt man jetzt bei dem Board die Farbkodierten? Ja, wahrscheinlich, oder? Das heißt, bei dem so? Den ersten und den dritten. So. Ich habe letztens einen Mac zusammengebaut. Nein, Quatsch, das Witz ist schon zu Ende. Oh, jetzt wird's spannend. Und? Okay, alles klar. Okay. Du brauchst dann aber auch noch das kleine Schräubchen. Ach, die schraubt man auch noch fest? Ja. Ja. Das hat mir keiner gesagt. Also die kann man halt festschrauben. Muss man nicht? Doch, würde ich, weil wenn du sie reinsteckst, meistens flippt die so hoch. Das ist nicht dein Ernst. Nein, das ist nur in die Hand gefallen. Entschuldigung. Okay. Normalerweise kommt dann hier so ein Abstandhalter rein. Sag mal, wie lang deiner ist. Mein Abstandshalter? Ja. Eine Länge Abstand. So. Immer einmal mehr als du. Eine Länge Abstand. Da muss der rein. Das heißt, wenn er hier reinkommt, das heißt der hier. Der da, okay. Wow. Du machst das sehr, sehr schön. Das ist ganz schön eng hier. Let's es fällt mir sehr, sehr schwer, dazu nichts zu sagen. Ja. Guck mal, da ist sogar noch eine Erhebung. So ein kleiner Nippel, wo du dann die Schraube reindrehst. Ja. Richtig geil. Und es sieht auch noch gut aus. Um Gottes Willen. Haben wir dafür eigentlich auch einen kleineren? Der ist ein bisschen groß für das Loch. Hier, guck mal, der ist sehr klein. Ja, du, hast kein Problem. Ich kann mich mit kleinen Sachen sehr gut aus. Da drin. Weil, was möchtet ihr denn? Ich brauche einen kleinen Schraubenzieher. Hast du da was für mich? Ja, hier. Bitte schon. Oh, ja, obwohl, nee, der andere. Warte, guck mal, der ist hier. Der, oder? Nee, oh, lol. Nee. Okay, schade. Ja, nichts warte. Ich mach das mit der Hand. Ich guck lieber zu. Warte auf, können wir den Super-Zoom-Modus einschalten? Dann geh mal richtig ran da jetzt. Oh, um Gottes Willen. Warte, ich drück die runter. Okay, so, oh, guck mal, mach beides. Ja, oh ja, sehr schön. Liebe Mama, wenn du zuguckst, es tut mir leid. Hättest du mal was meine Hand gelernt? Alex, willst du lieber runterdrücken, weil ich hier so... Was denn, soll ich halten? Ja. Ich hab schon, alles gut. Alles gut. Ja, sagst du jetzt. Und knack. Okay, schön. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt muss der wieder rauf. Oh, guck mal, hier ist Kleber zwischen. Stecken wir die eigentlich auch rein? Ja, natürlich. Ja, pass okay. auf. Hier wird alles reingesteckt. Hier ist jetzt so eine Haftfläche. Ist die hier für die M2? Ja, genau. Die ist auch, normalerweise ist da noch so eine Folie drauf. Kannst einfach okay. drauf. Ah, okay. Alles klar. Gar kein also Problem. Also manchmal ist da eine Geil. Folie drauf, war jetzt nicht. Also auf die M.2 ist auch Windows vorinstalliert, das theoretisch, nein, auch praktisch auf jeden Fall der Rechner gleich laufen sollte. Theoretisch auf jeden Fall. Du, das ist gar kein Problem. Ich habe die sehr professionell eingebaut. Wir sind noch gut in der Zeit. Keiner baut so schnell Computer zusammen, wie wir es tun. Die Lüfter sind auch richtig rum. Sehr gut. Ja.
Also, da gibt's ja auch immer, da scheiden sich auch immer die Geister, ob ihr jetzt die Luft reinbläst oder nicht. Also, ja. Ich hab's jetzt so, dass sie im Endeffekt die Luft rausschieben werden. Eigentlich also, muss es ja raus, es muss ja vorne rein und hinten raus. Ja, also ich mach's auch Menschen. So. Ganz viele sagen auch, okay, nee, wir saugen lieber die kalte Luft von oben für die CPU. Aber bei so einem großen Radiator, bei so einem großen Kühlkörper, reißt total, wenn du die Luft aus dem Inneren, die ja eigentlich erwärmt ist, durch ja. den Radiator nach außen schiebst. Bist du sicher, dass das drauf bleibt? Weil. Du brauchst ein bisschen Gewalt, weil guck mal, da siehst du da, da war schon was. Da war schon was. Ja, aber ich will nicht zu sehr drücken, weil. Denk an die CPU, die mag es auch ein bisschen gewaltvoller. Na, okay. Wenn ah, ihr das sagt. Oh, geil. Ah. Hast du mal um das Netzteil gekümmert? Oder? Da müsst ihr noch ein paar Sachen rein. Ja, Netzteil ja, haben wir. Ja, macht ihr mal euren Kram. Ich das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe den längsten. Ah. Das war. Das Tor-Netzteil also, mit Display. Ich brauche noch ein bisschen Butter für meinen Toast. Ne, hier. Ich reiche dir mal das Netzteil, okay. Weil das, oh, das können wir, glaube ich, lieber von deiner oh, Seite machen. Gibst du aber einen großen Oschi hier. Schon mal Kabel vorangeschickt. Haben wir Kabel hier? Ja, haben wir. Okay. Guck mal, Schäubchen, sogar das Netzteil Schäubchen. Hat mittlerweile ein Display. Das ist ganz schön heftig. Das ist ja cool, das kann dir die Wattzahl anzeigen, welches gerade verbraucht. Das ist krass. Haben wir am Stromkabel? Wenn du ein richtig fettes Gaming-System hast, kannst du auch so ein Herz für Kinderaufkleber draufkleben, dass es da nicht siehst. Und der Umwelt gefällt das. So, was brauchen wir denn alles so? Wir haben einmal den Hauptstromanschluss. Da ist das große Kabelbund. Übrigens, alles schön, wie nennt man das? Gesleeved? Gesleeved, ja. Genau, gesleeved. Schön Stoff, geil. Und es ist modular, oder? Ja, modular sind es. Wir gehen hier in den Haupt. Heute fast alles. Ja, das sagst du. So. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob es noch... Ich habe noch ein Netzteil zu Hause, das ist nicht modular. Ja, und das sieht so richtig toll aus. Klumpen an Kabel. Kabelmanagement mit nicht modularen Netzteilen. Das wird super. Haben wir hier noch Stöpsel für das für die CPU? Nö. Da haben wir nur noch Stöpsel für die Grafikkarte wahrscheinlich. Für alles. Das sind ganz schön viele Kabel. Das sind sehr viele Kabel. Das Ding ist ja auch, die Verkabelung macht ja morgen Debitor, glaube ich. Sehr gut. Ich glaube, du und Debitor machen morgen die Verkabelung. Ich weiß da nichts von. Habe ich gehört. Also ja, eventuell ist das so. Okay, so, hast du reingemacht? Sehr gut. Ja. Dann haben wir hier noch ein paar. Haben wir irgendwie welche? So. Was suchen wir? Die haben wir nicht. Das ist für so. Festplatten, genau. Das genau. Haben wir. Die kannst du, wenn da. Ach, da oben ist der, den habe ich gesucht. Alles klar. Das ist PC Express. Bla bla bla. CPU, da haben wir es doch. Ach, steht sogar so. Drauf? Ja. Oh. Ah, ich dachte schon, du wärst mega smart gerade. Nein! Guck mal, dann machst du hier rein. Genau. Ist da richtig rum? Ja. Ist ja auch das ganz Gute. Die können halt auch nicht falsch rum passen. Ja, also, zum Glück. Das wäre halt ja furchtbar. Nicht falsch rum ansetzen. So, die hier müsstest du jetzt ja eigentlich suchen auf dem Mainboard irgendwo, nicht zum Reinstöpseln. Das könnte der sein oder der oder der. Das ist halt ein bisschen tricky, weil normalerweise sind oder der. Ganz häufig sind ja eigentlich auf den Asus-Boards hier oben verteilt. Ja. Und wir müssen jetzt mal suchen. Guck mal, da, CPU-Fan. CPU-Fan. Manchmal gibt es aber auch eine Kompaktwasserkühlung. Hier ist ein H-Amp. Wow. Limmer. Steht da was drauf? Soll ich mal in die Bedienungsanleitung gucken? Weil, nein, wir sind Männer, wir brauchen das nicht. Nein, lieber fummel ich 6 Stunden, anstatt dass ich einmal nachlese. Es kann ja sein, dass der... Jetzt nur gucken, was haben wir denn hier unten? Hier unten haben wir... Oh Gott. Frank. Entschuldigung. Du hast die Brille auf, du kannst es besser lesen. Also ja, manchmal gibt es wirklich AIO auf den Asus Boards. Ja, der hier ist wahrscheinlich... Guck mal, das ist der ohne. AIO Pump ist AIO hier. AIO Pump ist super. Ja, AIO Pump ist klasse, ne? Aber da. Der ist hier vorne. Ja, wo ist denn der andere? Der hier, oder? Hier ist CPU-Fan. Guck mal, der ist ja, CPU sogar, der ist ja schon vorkodiert. Die sind ja für die CPUs. Ja, genau. So. Das ist der All-in-One. Der müsste dann ja theoretisch... Entweder auf CPU-Fan oder auf All-in-One. Das kommt ein bisschen auf an, wie es im BIOS angesteuert wird. Okay, machen wir erstmal hier. Meistens gibt beides. Das sieht geil aus. Die werden verbunden mit den Lüftern. Seh. Also das ist ja hier einfach, dass die Lüfter Strom kriegen. So, und dann haben wir noch einen Abkömmling hier. So, da haben wir noch einen. Das ist USB für die Steuerung, wahrscheinlich vom Display. Denn es ist er hier, das F-Panel, Funktionspanel. Das könnte sein, weil, ja. Schau, wir haben ja hier die gleiche Pin-Belegung. Ja, würde ich mal reinstecken. Oder? Ja. Ah, ihr habt das hier schon zu fest gebaut. Wann habt ihr das denn gemacht? Was denn? Das habe ich nebenbei geschraubt, während ihr Quatsch gemacht habt. Ja. Wir machen niemals Quatsch. Vergiss nicht, er ist der Experte. Ja, okay, Entschuldigung. Ich habe sogar ein Briefing gekriegt, glaube ich, wo der hingehört. Okay, dann passt. Du machst jetzt dein Handy auf und guckst nach. Das ist für die RGB-Header. Dann müsste der... Nein, aber das hat ja jedes Mainboard ein bisschen anders. Ah, da ist er.
So. Okay. Schön. Kurzen Applaus für Alexi Bexi, bitte. Nein, schön. Hör auf mit der Scheiße. Also, wir wollen jetzt noch ein Stromkabel. Genau. Hört man uns überhaupt noch? Ja, man hört euch. Ja, alles okay. Gut. So. Wir wollen jetzt noch ein Stromkabel. Stromkabel haben wir hier. Hier ist eine Steckdose. Wie liegen wir denn überhaupt in der Zeit? Müssen wir uns schon schämen oder ist halt gut? Nö, alles gut, glaube ich. Ich glaube, da kommt schon jemand mit so einem langen, mit so einer langen Stange und zieht, wenn wir zu lange machen. So, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich bin sehr gespannt auf das Ding hier. Ja, sieht geil aus. Weil ich das halt selber nicht kenne. Ja, ist geil. Was ist mit der Grafikkarte, liebe Freunde? Brauchen wir nicht. Ach, brauchen wir nicht. Wir nicht zum Einschalten, können wir verbauen. Kommt, ja, aber wir. Wollen wir nicht trotzdem so, ja, weil... Klar. Stecken wir sie rein. Also, ganz ehrlich, wenn man was zum Reinstecken hat, dann sollten wir... Oh, das hört... Okay, komm. Lass uns das da reintun. Machen wir das alle zu dritt? Ja, komm, bitte. Lass alle mal anfassen. So, lockerer Dreier. Sieht gut aus. Ah. Und push it gently. Ach so, jetzt knack. Ist sie drin? Ja, klar. Ich habe nichts knacken gehört hier auf der Bühne. Nee, weil es klappt. Hier, ja doch. Okay. Schön, schön, schön. Ich glaube, das ist quasi ein Computer. Nur so, ohne Gehäuse. Also ich frage jetzt mal so in die Runde, was brauchen wir noch? Ein Monitor. Ja. Okay. Ach so, hier. Aber mega gut. Ein Monitor. Ja, genau so. Warte, nee, hier. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ich baue mal, wenn ihr das macht, schon mal Monitor auf, hier, ja? Mach das. Ne? Grafikkarte. Genau, die Grafikkarte braucht ja auch Strom. Und das ist aber eigentlich das Geile, egal was du machst, so, egal wie unwissend du bist, also jetzt einschalten könntest, wäre halt einfach nichts passiert. Also ja, die Grafikkarte hätte halt nicht gestartet. Also es geht nicht zum Pumpen auf. Nee, eigentlich nicht. Also irgendwas dabei kaputt zu machen, ist schon echt schwierig. Also wenn man nicht mit dem Schraubenzieher bzw. Schraubendreher da einmal schwer quer drüber schrappt, dann ändert sich da nichts. Ja. Kommt die Grafikkarte immer noch sehr lose vor, muss ich gestehen. Ja, irgendwas haben wir bestimmt vergessen. Warte kurz, ich versuche dir nochmal hier reinzustecken, aber... Was? Schade. Okay. Das ist nur der Alex in Schuld. Ja, ich bin schuld. Was? Keine Ahnung. Nee, da drin ist der irgendwo. Keine Ahnung. Nee. Ich steck da mein DisplayPort-Kabel rein. Ja. Ja. So. Ja. Look. Es sieht aus wie eine Abart. Ja, nein, noch. Es wird gleich wunderschön. So. Was ist das denn für ein Knopf? Also, das würde ich nur kaufen, wenn das ein Knopf mehr hat. Ja, drück einfach mal drauf. Ihr zwei, wir müssen uns ein ganz bisschen beeilen. Was wir sind dabei. Eventuell wurde mir gerade gesagt, dass wir ein ganz bisschen überziehen. Echt? Es ist jetzt halb. Wir drücken drauf. Komm. Okay. Sieht geil aus. Achso, Moment. Abdeckung fehlt. Das Wichtigste. Schieb einfach rüber. Schieb rüber. Wenn es schnell gehen muss, schieb's rüber. Wo gehört das hin? Genau, den nochmal hochnehmen. Ah, okay. So, jetzt. Und jetzt kannst du... So. Ah, so. Boah. Geil. Ja, sieht schon geil aus. Alles leuchtet. Hast du das drauf? Alles leuchtet. Robin, bist du soweit? Warte. Wir sind schlecht in der Zeit. Ich bin schon mit dem Finger am Startknopf. Ich muss gerade noch schnell den CS an. Alles gut. Runter. Alles gut, alles gut. Es läuft auch schon. Wirklich? Okay, los geht's. Oh Gott. Oh, es pustet. Oh. Wow, mit... Mit Grafik. Grafik. Und hier? Da? Oh. Genau. Oh! Das ist das neue Tor-Netzteil. Geil, Alter. Und guck mal, das finde ich halt richtig, richtig geil. Das ist geil. Schon geil. 80 Watt. Es ist halt ein 1200 Watt-Netzteil und das alle ist so, heftig. Oh mein Gott, 1200 Watt und so. Aber du siehst ja, er braucht halt immer nur die Wattzahl, die es wirklich gerade braucht. Deshalb immer. 200, 300, 400, 500, nein! Ja, 110 Watt. Ja, ich glaube, wenn du da deine RTX reinsteckst, dann ist halt. Das läuft! Wow. Das läuft, liebe Freunde! Wow. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin überrascht, aber ich bin, ganz überrascht. Richtig geil. Ihr zwei. Nee, war schön. Ich danke euch für diesen kleinen Exkurs in die Welt des Experten Frank Sirius. Ja. Und des guten Kommentars von Alexi Bexi. Ein großer Applaus nochmal für die zwei an dieser Stelle. Wir sehen uns die nächsten Tage natürlich wieder. Morgen geht's dann weiter. Da werden wir uns dann noch um das Gehäuse kümmern und so weiter und so fort. Das heißt, wir geben eine kurze Pause. Gleich geht's auch weiter mit dem nächsten AOG-Panel. Und ja. Da gibt's dann auch alles. Yeah. Yeah. Macht's gut, bis gleich. Kurze Pause. Oh,